Hallo liebe Leute, wir kommen jetzt bei dem Semifinal. Nein, Winner Semi, sorry guys. Von Hessen Crash. Jason, wie geht's dir? Gut, und dir, Greenie? Ja, tipptopp, danke. Bist du schon weiter? Nee, ich habe noch ein Losers Match vor mir. Ja. Und wenn's gut klappt, bin ich in Top 8. Okay, nice, nice. Vielleicht treffen wir aufeinander. Ich hoffe es. Ja. Aber jetzt schauen wir erstmal den zwei deutschen Dragon Ball Legenden. Ja. Ken Deep gegen Dai. Die zwei kenne ich halt von dem Discord, Dragon Ball Discord von EU. Die sind halt recht aktiv und beide ziemlich solide. Ken Deep, ein Janemba Labber. Er übt die ganze Zeit neue Tags für Janemba. Du hast nicht Dai vergessen, unser Nembu. Auch die ganze Zeit am Labben, denke ja, ich. Ich denke also es auch. Vor allem nach seinen Setups. Sind alle sehr, sehr gut und tight. Ja. Und es geht los. Super Dash von Dai. Sofort Dragon Rush. Out-Tag, let's go. Schöne Playstyle von Dai, auf geht's. Wir catchen mit dem Super Dash und sofort in der Assist Extension. Now into Corner schicken, let's go. Versucht ein Fuzzy, aber Ken Deep hat sich da rausgeholt dann. Dai war ein bisschen schneller mit seinem Super Dash. Sofort in den Snap Setup. Richtig gut. Behaltet den Pressure, aber oh. Guter Tag von Ken. Oh, was für ein 2-H von Ken Deep. Schöner Tiger Knee. Into Sparking sogar, okay. Oh, und er wird. Oh mein Gott. Aber drops. Ja. Aber er behauptet schon den Pressure, das ist wirklich. Dai macht er als Zweiter. Mhm. Oh, schön, jetzt connected. Perfekt. Und das ist, glaube ich, ein Kill, ha? First Character down. Gerade noch so. Jamba, ja. Aber was denn nicht? Ah, was? Gerade noch so tatsächlich. Oh, T-Bag into Dragon Rush. Leider fehlgeschlagen. Schöner Double Dash. Overhead. So, into Offset up. Ja. Schön. Ah, ich glaube, den ein bisschen zu hoch von Embo. Und das noch nicht kennen. Macht Level 3. Könnte den Hard Knockdown. Wartet, versucht die Behaupt. Ja. Oh, schön. Schön. Und er öffnet ihn mit Dragon Rush. Schafft es auf 4 Bar? Ja. Ah, das erzählt sich ein bisschen, damit es noch im Corner bleibt. Mhm. Oh, das sollte sein für Embo. Nein, wieder nicht. So. Was? Unglaublich. Oh. Und da hat er ihn mit den Geek-Gasses gecallt. Das wird ein Knockdown. Behaltet den Pressure natürlich. Okay. Super Dash, aber kriegt es nicht hin. Oh, schön. Jetzt muss aber einer down gehen, oder? Auf jeden Fall. Jetzt kann es ja weitergehen. Da wurde jetzt schon öfters mit dem Super Dash getroffen. Mhm. Muss ich ein bisschen zurückhalten. Oh. Zu hoch. Minus. So, was ist jetzt das Setup? Change da, ja, muss. Ah, Snap Mix. Oh, was? Das sah jetzt richtig geil aus. Oh. Und da hat er ihn. Ich kann den Yamcha Assist nicht ausstehen irgendwie, ich weiß nicht. Man ist so auch schnell. Sehr gut. Ja, das wird gesagt. Oh, Jumping in hat er aus dem Superdash gecatcht. Schön kriegt ihn down. Ken Deep mit Last Character. Während Dai noch zwei übrig hat. Oh, oh schön. Wir haben zwei Assists, sind wir da. Auch. Oh, okay. Und er kriegt den ist auch sehr schwer zu taggen, wenn der von oben kommt, mit einem Up-Tag, dann muss man den bestimmt timen, den Tag. Und das steht 1-0 für Dai. Solides Team hier.
Ja. Sofort Rematch. Ja, weiter geht's. Und sofort wieder mit schön einem Super Slam, ja. Schön. Wieder Opsen. Oh, let's go. Keep the pressure. Oh mein Gott, was für ein Mix-up. Oh, gecatcht. Wirklich. Holt natürlich Vegeta zurück. Will den Assist noch killen. Attack von Dai. Und da ist der Vanish Punish. Das sieht schmerzhaft aus. Ja. Ja, Yamcha Assist. Mal sehen, was für mich ist. Tatsächlich. Jetzt wird's gefährlich. Und da ist der Snapback. Gerade Snapback, okay. Yamcha, Make Deep Assist, okay. Overhead with connected, aber kein Confirm. Und da oh, ist er schon wieder. Schön. Was für ein Play. Zwei starke Assists und drei natürlich, also kann man nichts sagen. Gerade noch so. Jumping L, Super Dash gekämpft. Ken Deep muss sich da jetzt irgendwie befreien, weil sonst wird es wirklich eng für ihn. Also. Ah, und wieder ein Snapback, okay. Macht einfach Raw Level 3, okay. Und kriegt auch den Punish dafür, okay. Wartet auch schön ab, damit er nicht geklippt wird. Perfekt. Zweiter, oh, okay, und C17 wird ge- okay, holt sich da raus irgendwie. Obligatory Combo Drop. Das ist great. Und so der letzte Charakter von Ken. Kann er das Comeback schaffen? Ja, ich weiß es nicht, aber er hat. Okay, nice Connect. Jetzt packt er die Loops aus, jetzt wird's ernst. Style muss immer dabei sein. Ah, so knapp. So, vorbei ist es immer noch nicht für Ken. Also, er hat immer noch Sparking und fast Full HP. Es ist noch ma. Okay. Sobald du es sagst, aktivier das. Ah, DP. Okay. Die Sparking confirm. Der hat natürlich alle seine Assists noch. Okay. Oh, und verfehlt leider. Das Ende. Oh, und die Yamcha. War kein Confirm. Sparking ist jetzt zu Ende. Und da wird schon jetzt wird es wirklich knapp. Hä? Block, block, block. Ja, nice. Holt sich da raus irgendwie. Hat die Lücke gut erkannt. Ist aber immer noch ein gewaltiger Weg. Vor allem mit Full Health Yamcha. Ja, und 6 Bars. Ich weiß halt nicht, wer mit Yamcha spielt, Dai, aber. Oh, okay. Ja, wir werden wenn er jetzt nicht verscheißt, hat er's. Hat er nicht. Holt sich den Kill und holt sich auch und den nochmal Win. Schön Level 3. Ah, einfach zum Zeigen da. Da dabben sie auch die zwei. Das ist der Sportsgeist. 2-0 für Dai gegen Ken Deep. Spannendes Match. Wird Yamcha beendet. Solide. Sehr gutes Spiel von beiden. Mhm. Jetzt, ich weiß nicht, wer als nächstes spielt. Ich weiß nicht. Müsste eigentlich mit Winners weitergehen. Ja, eigentlich schon. Übernehmt ihr jetzt? Gut. Okay, ist gut. Jetzt übernehmen Dai. Wie? Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr, weil ich... Ja. Macht dir das nichts aus, oder? Oder willst du kommentieren? Mist! Ich möchte noch meine Leute ein bisschen anfeuern, da... Ja, ich will auch noch ein bisschen spielen. Okay. Auf meinen Matches dann vorbereiten. Ja. Du bist auch noch drin. Ja, ich bin noch drin. Ja, ja. Weil ich gerade nicht mit, so mitkommen will, ob wir in Losers oder Winners gespielt haben, aber war ja Winners, war ja das Erste. Ja. Die Sache ist, ich habe ja das erste Spiel gegen dich verloren, oder? Ja. Und dann dachte ich so, okay, jetzt muss ich da wirklich ernst machen, oder? Und auf einmal
wurden zwei meiner Gegner einfach DQ'd, einfach disqualified. Ja. Es waren zwei Smash-Spieler und jetzt bin ich einfach weiter. Die wollen jetzt, halt nicht mehr. Ja, die wollen halt nicht mehr, haben das Smash gespielt, jetzt sind sie auch sicher nach Hause. Aber ich habe dafür nachher zwei andere Matches gehabt, habe es jetzt gewonnen und ja, jetzt mal schauen, wie es weitergeht. Ja, also wie gesagt, ich muss noch ein Match gewinnen, dann die legendären Top 8, dann kann ich eigentlich sagen, Blue Three Storm, Top Placement, Top First 8. Tournament dazu, also ja. Wirklich nice. Also Jason, hat mich gefreut mit dir. Danke mit dir. Können ja noch weiterspielen, also. Ja, wirklich. Sind wir noch morgen da, oder? Ja, ja, aber nicht für lang. Ja. Vielen Dank, dass du das heimgesagt. Vielen Dank. Keine Ursache. Kurz zu erwähnen. So, vielen Dank an Greeny und Jason fürs Commentaten. Jetzt übernehmen der Candeep und Ash wieder. Was heißt wieder? Zum ersten Mal. Fuck. Johnny und Dragon Rush. Yes. So, wir haben jetzt auf Player 1 Seite Nidehack, auf Player 2 Seite Soul Atze. Ja. Yep. Ist das richtig rum? Ich weiß es nicht. Das ist richtig rum. Okay, nice. Hier sitzt Dingster. Und der Soul Atze. Soul Atze und das ist Dings. Das Player 2, das Player 1. Ah, okay. So. Gönn dir dann Redu. Bülle. Red Bull. Ja. Tropical. Best of 3, ja. Das sind Kopfhörer, ne? Das sind Kopfhörer, die könnt ihr anziehen. Braucht ihr keine? Okay. Wow, Hardcore. Hardcore-Spieler wollen nicht die Kopfhörer anziehen. Ziehen ihre eigenen an, hören Musik. Oh, die hören Musik. Ich meine, okay, der Soundtrack von Dragon Ball ist jetzt nicht der beste. Es gibt gute Tracks, wie zum Beispiel Goku Black. Oder Trunks. Oder Trunks. Ja. Oder Android 17. Oder Android 17. Ja. Sind alle gut. Alle sind gut. Auch Black. Ja. Na, gut, dass wir darüber geredet haben. Ja. Also nach unserer heftigen Twitter-Debatte, die wir auf Discord weitergeführt haben. Das stimmt. Kam mir zum Entschluss, dass ich Candeep so hart gebullied habe, dass er Goku Black Streams mag. Ja, nein, das ist ganz simpel. Gewinner hat recht. Gewinner hat recht. Und du hast gewonnen. Also ist Goku Black Theme. Wir können uns ja immer noch treffen, ne? Können wir. Ja. Aber bisher hast du recht. Das heißt, du hast zumindest bis zum Grand Final hast du recht. Das stimmt. So, jetzt Niederhack. Ja, wahrscheinlich machen die jetzt einen Button-Check oder spielen sofort. Werden wir herausfinden. Werden wir herausfinden. Bardock, JT Goku und SSJ Goku. Das sieht real aus. Hat sofort getaggt, okay. Das ist... Ah ne, ist Buttoncheck, okay. Goku, Black, Zamasu und Android 16. Aber was ist denn der Sound so leise vom Game? Das ist eine gute Frage. Warte mal. Wo ist denn... Wo ist unser Stream? Wo ist der Stream-Kollege? Wir suchen den da hinten, der für zuständig ist für den Stream. Läuft gerade rum. Okay, ich habe dich gebeten, dass du ihn mit dem kurz hinschickst. Meine Fresse, ey. Ja, gut. Sorry, der Ingame-Sound ist was leiser. Kann das nicht hier hören. So, okay. Okay. Also einfach, wenn ihr findet, dass ihr zu laut seid oder das Ingame zu laut ist. Ja, wir können Ingame gar nicht hören gerade. Ingame hören wir gar nicht gerade. Das ist das Problem. Wir können Ingame gerade gar nicht. Okay. Ja, gut, haben wir wohl keinen Sound. Aber unser Commentary. Ja. Und da sehen wir gerade... Bardock in der Corner Pressure. Ja. In Snapback. Ja. Weil er die Kopfhörer angeschlossen hat. Echt? Ach so. Oh, verdammt. Okay, das dürfen wir... Ja, müssen wir gleich Bescheid geben. Müssen wir das gleich Bescheid geben. Ja. Ja, okay. Ja, das ist natürlich blöd. Okay. Ja, klar. Haben wir auch gesagt, aber... Ja. So, und deshalb werden wir jetzt... Protest das Spiel nicht kommentieren. Nein, wir werden es schon kommentieren. Ja, auf jeden Fall. So. Black Pressure ja, mit dem Black. Assist. Hat in einem ja. Mid weitergeleitet. Ah, schöner Jumpout. Aber Command Grab wird nicht gepunished. Aber Nidehack kriegt den Hit mit Bardock. Wird wahrscheinlich jetzt wieder 5 Phase gehen.
Oder? Nee, Vertical Confinition. In Level 3? Ja, in Level 3. Ja, mit GT Goku. GT Goku kriegt leider kein Mix aus seinem. Aus der Level 3 kriegt er Incineroar Safe Jump, ne? Ja, aber Bardock kann jetzt ein bisschen Blue Life wieder regenerieren. Mhm. Das ist also in der Hinsicht schon ganz in Ordnung. Und er hätte auch mehr als genug Meter, um Neutral zu spielen mit GT Goku. Ja, das stimmt. Solarz hat das Problem, dass er halt zwei Big Buddies hat in seinem Team. Ja. Das bedeutet, er wird halt von allem und jedem gefasiert. Ja, also vor allem von dem Team von Nidahak. Ist halt. Fuzzy City im Endeffekt. Ja, wir sehen gerade, wie Solarz jetzt einen Hit kriegt und Level 3 Oki fährt. Ningen sterben jetzt. Ah, okay. Sabaki no Yaiba, aber ist reflectable. Ja. Ja. Ist leider das ist das nicht so starkes Setup. Ja, leider nicht. Down Tech Reflect besiegt das leider, aber Level 3 ist halt Hard Knockdown, ne? Mhm. Ah, wollte für einen High gehen, aber durch einen Jump Block. Hätte Vanish confirmen können. Ja, hätte er. Und geht dann Sabaki no Yaiba? Nein. Nee. Und ja, einfach ganz normal Pressure. Ah, hat das Opening bekommen, aber hat nicht raus converted. War dann da nicht ready. Ja. Geht für Schmixi, aber der Assist wurde aber nicht geblockt. Und hier sehen wir schon Early, was heißt Early Spark, ja, 2 Minuten into the game. Ja. Reflect, das war. Ah, eigentlich braucht man da nicht für ein Reflect gehen, weil der Beam sowieso eine tight Blockstring ist. Richtig, also entweder 2-Agent oder einfach respecten. Richtig. Aber ja, dafür verliert jetzt den Samasu. Ja. Bardock ist wieder drin und Roundstart kann eigentlich Android 16 nicht Rebellion Spear contesten, da seine Keepler so langsam sind. Seine Normen sind leider auch zu langsam an der Stelle. Ja, ja. Versucht halt den M Rebellion Spear wahrscheinlich zu hardreaden. Kriegt das Opening? Ja, kann er kriegt den Sideswap? Nein. Ah, geht nicht für Sideswap. Aber kriegt jetzt 3 Level 1? Ja, er wird, das wird Level 1, Level 1, Level 1, wird Metadumpen, es wird auch killen. Ja. Is it gonna kill? It is! It's gonna kill. Oh my god! Vielleicht müssen wir wieder den Leuten sagen, dass sie die Kopfhörer rausziehen sollen, weil wir keinen Sound haben. Ja, das werden wir direkt in der Runde machen wahrscheinlich. So, sollen wir es jetzt schon machen oder dann nach dem Match? Direkt nach dem Match. Okay. Sagen wir das denen. Ja, Level 3, random, wurde halt gepunished. 2H in der Luft, um das Momentum zu ändern. Ja. I guess kann man machen. Kann man machen, ist okay. Ja. Und jetzt Nidahak, braucht gar keine. Nice. Ja. Kriegt den Hit, Koffer und Spark, wird wahrscheinlich auch die Genki reinklatschen, 4 Bars kriegen. Ja, das wird auf jeden Fall killen. Ja, außer, nein, er hat Drops, er hat viel zu früh den Bardock gecallt. Ja, da hat man mehr als genug Zeit, dadurch, dass halt der Orb auf Ground Bounce. Ja, der Ground Bounce kommt jetzt, aber macht es. Kannst du bitte den Kamera benutzen, wir haben keinen Sound. Wir haben keinen Sound, weil ihr warte, habt ihr die Position getauft? Ich bin zurecht. Ja, okay. Okay. Ja, okay, wir haben wieder den Sound. Okay. Ja. Perfekt, und wir haben gerade herausgefunden, dass der Player 1 und Player 2 vertauscht sind. Damn, das Mix-Up ist so real. Die Mixes. Kannst du den Squad geben? Na komm. Linke Seite. Ach ja, also Bardock. Ja. Bardock hat gewonnen. Ja. Ich wollte gerade selber gemixt, weil ich den Namen geändert habe, dann wusste ich gerade selber nicht mehr, wo was links und rechts ist, aber so ist es richtig. Ja. So, und jetzt Bardock wieder mit der Corner Carry. Jo. Geht der in Level 3? Nein, noch nicht. Er macht erstmal einen Fuzzy. Fuzzy, aber verkackt ihn. Ja. Kriegt den Rising Drop ehrlich. Und da ist das Happy Birthday. Leider aber kriegt er nicht ganz den Happy Birthday, aber soliden Damage, Sabaki no Yaiba, Combo Extension. Das ist, ja, Red Rocks, Standard Setup. Snap, no. Okay. Ich will wahrscheinlich den GT Goku raushaben. Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass es ziemlich schwer für Samasu ist, GT Goku zu treffen. Ja. Oh, Blue Combo. Hauen mehr Schaden. Alalalalala. Ich sehe nicht genug. Alalalalala. Wow, sick. Spicy. Schön, und jetzt. Snap, kein Snap. Ah, nein, nein, das geht aber. Ja. Das kann killen, ja. Hätte mehr machen können, aber. You're the one who's gonna die. Ja. Ja. Wer braucht schon Optimized Combos? So, und jetzt Android 16 gegen Bardock. Ich glaube, das ist ein Matchup, das in der Regel eher schwierig für Android 16 ist, ne? Ja, schwer zu beurteilen. Finde ich. Da eigentlich 16 schon ziemlich gut eigentlich um Rebellion Spear rumzukriegen. Okay. Finde ich. Also, dadurch, dass, also ich finde seine Erkie, das ist schon besonders stark. Okay. Gegen Bardock. Okay. Muss er schon committen mit Super Dash, um da reinzukommen. Aber klar, du hast halt Rebellion Spear und halt 2 Beams, ne? Ja, klar. Ja.
Ah ja, jetzt haben wir wieder Goku Black jetzt. Goku Black Pusher. Ja, Bandit immer zwei, macht halt zwei Heavys im Special. Da, ja, da kann man schon halt reagieren auf. Ja, generell ist halt der Kamehameha Grab nicht so gut, weil du kannst auf Reaktion das in bestimmten Timing so rausjumpen. Leider kriegt er nicht Reverse Kamehameha. Dass du halt beides ausweichst, sowohl den Kamehameha als auch. Ja, das ist halt reactive. Ja. Ist so. Day 1 Tech. Day 1 Mix und Day 2 gab's die Anti. Aufspringen. Ah, nice, 2A. Kein Hasi, fast ein Setup, aber ich hab 2A. Ah, ist eigentlich nicht real, kann man reflecten. Wow. Ja, und dann punchen. Aber er hat trotzdem bestraft quasi. Ja, ja. Hat trotzdem einen Hit gekriegt. Drang Rush und den Dumpometer. Der bleibt 3. Aber es kann auch nicht killen, ne? Nee, es wird nicht killen, aber muss halt guessen. Ja. Was heißt guessen? Kriegt das ja nichts. Ja. Shoutout an Enigma für das Oki, was jetzt kommt. Yo, Enigma Boys! Und, ah, kein Enigma Oki. Leider nicht. Ah, lelelele. Wow, nice Reflex. Wow. Ah, da kann man kurz. Schade. Ja, kriegt das den Kill wahrscheinlich. Ja. Den ursprünglichen Pokustick ziemlich gut geblockt, aber. Schafft er es diesmal? Ja. Ja. Diesmal schafft er es. Ist this gonna kill? Ja, nein. Muss jetzt noch den Dragon Rush. Ja, macht die sichere Route. Ja, genau. Und taggt er. Nein! Er hat versucht rauszutaggen in Goku Level 1. Aber hat es viel zu spät eingegeben. Oder gar keinen Half-Circle gezogen. Ja. Da hat den Dragon Rush getaggt aus dem Blockstone raus. Und jetzt stirbt Goethe Goku dafür. Hi. Für diesen einen Fehler. Für den einen Fehler. Ja. Und Sobless hätte jetzt, glaube ich, auch kein Sparking mehr. Oder habe ich das falsch gesehen? Ne, er hat tatsächlich kein Sparking mehr. Sparking, ja. Und, so, Vita hat gerade einen Vorteil. Sowohl mit Meta-Charakteren und halt hat auch Zugriff auf MT. Hat nicht mehr Zugriff auf MT, wenn nicht. Aber Black braucht noch einen Hit, um zu sterben. Ja, aber wird ihn jetzt wahrscheinlich rauswechseln. Ja, anscheinend nicht. Ja, doch, er macht jetzt, ja. Okay, nein, never mind. Ich hab die Commentator's Curse. Commentator's Curse. So. Was wollte Mix? Macht der Teleport? Safe Jump? Nein. Nein. Ah, ja. Wollte Enigmas Mix-Up machen? Ja. Oh, nice Evasion. Ah, hätte noch cancel können, Vanish und den killen können mit Zeko. Aber hat sich gemacht. Risky Movement und, hier. Ja. Der Flowchart hat jetzt langsam mit 5H2H. Ja, 5H2H in Command Grab, ja, genau. Ist leider reactable, vor allem wenn man so häufig macht. Ja, und auch das reactable vor allem. Ja. Ja. Jetzt haben wir jetzt leider kein Chrono Fight, den gab's nie. 16 zwischen 16 und Goku. Haben die im Anime gekämpft? Ich glaube nicht. Nee, haben die. Haben die nicht. Nee. Nee. Das ist nicht Kanon. Designed to kill Goku, aber hat niemand gegen Goku gekämpft? Ich meine, wenn es Kanon gewesen wäre, dann wäre Goku nicht am Leben. Ja, stimmt. Hier sind wir. 6M wird nicht contested. Oh, nice. Hat leider einen 7-Framer. Ja, und das war's. Soul Blaze gewinnt 2-0. Ei. Übrigens, du hast eine schöne Kappe auf. Vielen Dank. Dankeschön. So, wer kommt dann als nächstes dran? Wer hat jetzt gewonnen? Dieter Hack, ja? Jo. Also erstmal 2-0 für Soul. Was? Für Soul-Atze. Soul-Atze oder Dieter Hack? Soul-Atze. Wer hat gewonnen von euch? Okay. Und du bist? Soul-Atze. Okay. Okay, wir wurden gemixt. Es war Soul-Atze. Goddammit. Das passiert, wenn Leute links und rechts alles vertauschen, keiner weiß mehr, was abgeht. Sorry. Alles okay. Alles klar, so. Nein, kein DQ. DQ. fast DQ, den Otto. Nein. Okay, Soul Archer hat dann gewonnen. Genau, als nächstes spielen wir dann. Wer gegen wen? Ich muss kurz die Seite neu laden, da Smash DG eine grandiose Seite ist. Schau da an, Smash DG. Ja. Die sollten einfach mal so eine App machen dafür, so eine Mobile-App. Anstatt das auf Rap zu packen. So, als nächstes ist Style 2 Billo gegen Jason Fanta Blue. Das wird unser erstes Loser Top 8 Match. Du musst spielen. Gegen Style 2 Billo. Hier. Geil. Style 2 Billo. Jetzt kennen wir hier gerade die Real Action von dem Dragon Ball Bracket. Und da ist back unser T.O. Ayo. So, wie machen wir das? Wahrscheinlich spielen wir jetzt Losers Quarters, dann Losers. Sollen wir dann schon Winners Final spielen und dann das ganze Losers Gedöns? Es kommt halt drauf.
Also, ich glaube, normalerweise macht man ja erst Winners Final und dann die Losers Semi. Okay. Aber ehrlich gesagt macht es keinen großen Unterschied. Komm, der einzige Unterschied ist halt, wenn ein Losers Semi, wenn der Typ halt. Wir spielen auf ein Losers Quarter danach. Okay, also ich Losers, dann, ne? Ja, danach müsstest du halt gegen den Gewinner von Style to Billo gehen, Jason van der Blue. Ayo! Jason, hier hast du Kopfhörer. Style to Billo, da sind deine Kopfhörer. Ja. Habt ihr Sound? Okay, anscheinend haben wir Sound. Ändern wir noch die Namen. Ja. Geh mal zurück. Oh, me, ja. Geh mal zurück ins Menü und wechsel mal die Seiten. Irgendwie haben die den nächsten Rest verkauft. Danke. Okay. Auf der linken Seite Jason Vater Blue. Yes, sir. Bekannt für sein Fui Blue Team. Ja. Auf der rechten Seite Style to Billo. Kenne ich nur online. Im Rank mal getroffen. Was mich interessieren würde, ist, wenn Gogeta rauskommt, wird Jason seinen Charakter ändern? Das kann sein. Er hat dann Zugriff auf den X, Spieler das Blue Team. Badges. Ja. Das war ursprünglich das Mix von ich spiele das Goku Team. Ja. Und dann war die Frage. Badges. Okay. Gibt es eigentlich noch Red Bull irgendwo verfügbar? Das ist alles im Kühlschrank. Kannst du schnell holen? Oh. Ja, ich will schnell. Nee, ich warte. Oder fragst du ja Mado, der kann das auch nicht. Nee, das passt schon. Mado ist ein Schatz. Ich weiß, aber ich möchte ihn auch nicht überbeanspruchen. Okay. Er fährt mich ja schon. Stimmt auch wieder. Ja. Kannst einfach nach dem Match dann eins holen, schnell. Ja, genau. Und dann spielen. Okay. Haben wir das Style Torpedo? Er spielt Goku Blue. Oh, Goku Blue. Beide spielen. Alter Gohan und Android 21. Nice. Gegen Fanta Blues Blue Team. Aber Android 21 auf Anchor, das ist eher unüblich, ne? Das gab's noch nie so wirklich. Man hat eigentlich immer gesagt, dass sie halt sehr abhängig ist von Assists und deswegen eigentlich ein solider Point-Charakter ist. Ja. Ja, sie braucht halt die Assists, um in Dragon Rush zu kombo, ne? Damit sie halt den Knockdown kriegt. Und braucht halt auch, also sie hat auf jeden Fall starke Combo-Tools, wenn sie Assists halt richtig zur Verfügung hat. Und sie ist halt on Point super gut, weil sie halt auch Charge of Death-Potenzial hat. Ja, Wurde mittlerweile genervt, aber es ist immer noch vorhanden auf jeden Fall. Richtig, genau. Lassen die Intros rocken. Ja. Sind wir übrigens... Nein, das ändern wir jetzt natürlich sofort. Okay, sehr gut. Direkt mit dem Jumping Edge. Oh, der Dragon Rush. Der Dragon Rush wurde nicht gehackt. Ei. Und, hat jetzt den Jump. Versucht Left Right mitzufahren, aber 5L klappt er nicht. Tati Willow drückt wieder in die Corner. Und jetzt in die Sega Pressure. Ja. Block mit den 2M. Ja. Und jetzt Baby Combo drückt. Ist das der Kill? Echt? Sean hatte den Life Lead, den Character Lead. Oh, der Command Grab. Wird gemeamt. I love it. Wird gemeamt. Wrong Start. Command Grab. Wird schon wieder gemeamt vom Command Grab. Er weiß es nicht besser. Er versucht, er spielt halt in dem Winkel, wo der Command Grab leider trifft. Auf jeden Fall, ja. Komm, noch ein Command Grab. Oh, der Telefon. Oh, schade. Ah, glaubst, ja. War aber guter Attempt. Ja, das war auf jeden Fall ein solider Attempt. Ah, der ist Command Grab. Das ist kein Command Grab, das ist ein Unblockable, oder? Ist ein Command Grab. Okay. Kannst du rausbringen. Alles klar. Wow. Nutzt den 2H, um den Assist zu avoiden. Ja. Funky Stuff. Dumpt jetzt noch 5 Meter. Ja, das ist der auf jeden Fall. Kamehameha! Nein, ist halt yo, nicht. What? Und jetzt kommt jetzt ich, wo ist der 20L? Dann kommt er. Irgendwann Backfist. Kommt er und öffnet alle. Es war sogar 20M. Sogar. Ja, also M super langsam. Ja. Ja, jetzt haben wir nur noch Jason mit seinem Goku Blue als Anchor. Den habe ich auch schon im Kennenzeichen gesehen. Und er kann auf jeden Fall etwas. Hat auf jeden Fall verdammt viel Schaden mit dem soliden Starter und Spark. Ich muss halt auch 20 Sekunden Zeit hat. Ja, also ich muss auch persönlich sagen, meiner Meinung nach ist auch Goku Blue wahrscheinlich sein bester Charakter. Auf jeden Fall. Man merkt halt einfach, dass er mit denen am meisten lappt. Ja. Hat auf jeden Fall auch soliden Gameplan, den man erkennen kann, den Charakter. Ja. Versucht aber halt, dumpt halt sehr viel Meter, von dem er wenig hat, das ist so schön. Dumpt halt sehr viel Meter in den 236H. Ja. Und jetzt in den Knockdown. Ja. Das ist halt das Gute mit Goku Blue in dem Team für Android 21, ist halt, dass sie halt auf jeden Fall Knockdown kriegt. Richtig. War schon eine der alten Synergies, welche für gut gefunden wurden. Ja.
Ja. Jason muss jetzt auch. Hätte eigentlich mal den Spark benutzen müssen. Leider stirbt jetzt der Spark. Das stimmt, er hat halt mehr als genug Blue Life und war auch in der defensiven Position. Das ist das 1-0 für Stato Billo. Das ist auch ein riesiges Problem, was Jason Fanta Blue hat. Er spart sich halt immer noch den Spark auf, immer für den letzten Charakter im letzten Moment. Das ist ein Fehler, den viele Leute machen. Weil eigentlich man schon, wenn man defensiven Spark nutzen möchte, dann auf jeden Fall meinen Charakter, ja, früh und um einen Charakter zu retten. Genau, also die Art und Weise, wie ich das auch gerne sehe, ist so quasi wie mit Kartenspielen, Kartenvorteil. Ja. Du willst Charaktervorteil, du willst mit deinem Spark entweder einen gegnerischen Charakter töten oder dafür sorgen, dass du keinen Charakter nachher kriegst. Richtig. Haben wir in 20L gesehen. Oh, nice Air Backdash in den Jumping Age. Und jetzt. Hat er schon den Double Jump ausgenutzt? Hab ich nicht drauf geachtet. Ah, das war eine schöne Reaktion auf Big Bang Attack. Ja, kannst du auch nicht banishen. Big Bang Attack. Ja. Das hat diesen Transmission Kick als Oki ist immer ein bisschen schwierig, weil es ist sehr reactable und du kannst es halt. Und häufig kickt halt auch die Cross-Up Protection rein. Richtig. Ja. Ah, nutzt den Knockdown, sehr schön. Ja. Fährt das schöne Oki. Covert alle Attack-Optionen. Ja, das ist der Fanta Blue Staple. Ja. 6-6 Blue Vegeta Dragon Rush. Das machen sie alle. Ja, ist halt. Man sieht halt den Assist Call und dann denkt man so, oh shit, ich muss blocken. Ja, das hat er am Blocken ist er. Ja. Ah, schöner Airstring. Müsste jetzt eigentlich auch mal langsam Vegeta rausschmeißen aus dem halt auf Bank. Ja. Hat echt wenig Leben, nächster Hit wird auf jeden Fall tot. Das ist halt ein schönes Keepaway. Ja, aber das ist halt etwas, was Jason generell ungern macht, das Characters austauschen. Ja. Das war auch schon beim letzten, in der letzten Runde so und das hat ihn auch so ein bisschen zum Fängnis geworden. Ja, okay. Also hätte Punch. Jason müsste auf jeden Fall mehr arbeiten an seinem Character Management. Ja, genau. Ja. Nimmt halt den Color Carry. Kriegt keinen Mix, aber wenigstens aber kriegt genau. Aber das Fossiabare trifft leider. Versucht einen Dragon Rush davon. Der Side-Switch. Missed den Assist Call. Ja. Unfortunately. Kriegt dadurch keinen Knockdown. Was ich ziemlich interessant finde an Jasons Spiel ist halt, dass er sehr viel zone mit sowohl den Keyblast von Vegito als auch mit Big Bang Attack. Vor allem da Big Bang Attack jails on Vanish. Richtig. Das ist halt etwas, was man normalerweise nicht gewohnt ist. Ne? Wenn man an Zoner denkt in Dragon Ball, denkt man entweder an Freezer oder an Broly. Oder Cooler. Irgendwie sowas. Oder Cooler, genau. Aber Vegeta Blue als Zoner zu nutzen, ist eigentlich gar nicht mal so unsmart. Ja. Schon ziemlich interessant. Big Bang Attack hat halt. Covert halt upwards einen schlechten Engel, aber es gibt wenige Charaktere, die den contesten können. Genau. Halt vielleicht GT Goku oder sowas. GT Goku, Majin Buu, sowas halt. Ah, schöner Empty Vanish. Aber man darf halt kein. Ja, in dem Moment, wo halt Empty Vanish im Spiel ist, kann man halt nicht. Big Bang Attack nutzen. Hat leider viel zu viel Starter, viel zu viel Recovery. Das geht leider nicht. Ja. Ist halt ein Free Punish. Was auch interessant ist an Big Bang Attack ist, wenn man den Close-Up nutzt, ist eine Gap zwischen dem ersten und zweiten Hit. Das bedeutet, man kann einfach den ersten Hit blocken und den zweiten. Also kannst du einfach reversen dazwischen. Stimmt, das ist möglich. Oder Level 3, Level 3, Reflect, DP, was auch immer. Ja. Hat jetzt den Spark gebaitet, aber. Und das ist nix und das war's. Ripperinos. Das war unlucky, aber das ist das 2-0 für Style Tobillo. Ja, und ich mache mich dann auf mein Match. Ajo. Style Tobillo! Bleib sitzen. Spielst gegen Jam. Kannst du sitzen. Kannst sitzen bleiben. Nein, nicht so. Jason, willst du weitercasten mit mir? Eine Runde weitercasten mit mir. Das war's jetzt mit Jason Fanta Blue. Gratuliere zu Losers Top 8. Kommt jetzt einmal rum. Und wird es mit mir casten? Ändere ich dann schon mal die Namen, mach alles ready. Rechts weiterhin, Stato Billo, links. BL, nein, nicht Bio. Can Deep. Hallo Jason. Gratuliere dir erstmal zu Losers Top 8. Achso, es war Top 8. Das war Top 8. Du bist jetzt Losers Top 8. Gratuliere dir. Sauber, danke. Und was ist jetzt dein erstes Offline-Event, wenn ich mich gerade nicht irre? Ja. So, wie war so deine Turniererfahrung so? Ist ja jetzt ein erstes Offline-Event, richtig? Die war sehr gut. Ich meine, man sieht ja überall auf Twitter diese Memes. Erstes Offline-Turnier, 2-0,
Drown in Pools. Ja. Aber bei mir lief es relativ gut, also ich kann mehr als zufrieden sein. Du hast Top 8 gemacht. Ja. Auf jeden Fall kann man stolz sein. Vor allem lernt man dann endlich auch mal die Leute kennen, die man nur über Discord und Twitter kennt. Du siehst immer nur Shit-Talken auf Discord und dann siehst du ihn offline. Dachtest du so, boah, den will ich einen reinhauen. Und dann denkst du dir so, boah, ey, eigentlich ist das voll lustig, ne? Sag mir das ins Gesicht, Mann. Nein. So. Jetzt haben wir wieder Candeep mit seinem Janemba, Android 17, Super Saiyan Goku Team. Ist der festen Überzeugung, dass dies eines der besten Janemba Shells ist, die man spielen kann. Ich finde auch bisher ist es auf jeden Fall eine super solide Shell. Hat halt, enabled halt sehr starke Mixes und man darf halt echt wenig contesten, weil halt die Barriere halt super stark ist. Also meine Jamba-Erfahrung selbst, als ich ein bisschen gespielt habe, ist jetzt nicht so auf einem hohen Level. Aber ich habe sehr viel Respekt, dass Ken aus diesen Charakteren so viel rausholt. Ja, auf jeden Fall. Er weiß halt auf jeden Fall, wie man das Potenzial mit dem Team halt, also mit dem, wie man das Potenzial von Team halt auf jeden Fall ausnutzt. Generell haben wir heute in dem ganzen Turnier sehr viele besondere Teams gesehen, mehrere Nappas, Janembas, mehr Goku Blues. Auf jeden Fall. Nicht so viele Bardocks und GT-Gokus, wie man es gewohnt ist. Von da haben wir direkt den Konter. Ist halt komplett invul, bis das Projektil rauskommt. Absorbiert halt Projektile und Assist. Jede Art von Assist. Ja, Assist. Da haben wir wieder... Ah, hat den Mixer verkackt. Ja, jetzt halt Stato Bill. Ah, er hat sofort Spark. Das war auf jeden Fall ein bisschen Input. Er wollte nicht den Spark. Der wird ihn jetzt teuer kosten. Muss er jetzt aber viel rausholen. Ja. Ist halt, geht aber schwer, wenn man gerade so getroffen wird. Ja. Leider, ja, ist er jetzt in der Corner. Und muss halt, wird getroffen von 5 LA. Das ist wahrscheinlich der Kill. Das ist es halt mit Delay-Tag. Ja. Und ist halt mehr offen für Meaties. Es sei denn, man macht sofort Reflekt. Wenn man ready ist für ein Meaty, dann auf jeden Fall wird er kommen. Und da haben wir jetzt den Android 17 drin. Das ist halt, dieses Team spielt halt der Candeep auch sehr zoning-lastig. Aber fehlen teilweise Reaktionen. Vor allem lehnt er sich auch mit 17 sehr zurück. Ich glaube, dass das Daito Bido gar nicht die richtigen Buttons hat. Zumindest scheint es so. Haben sie keinen Button-Check gemacht? Die haben schon einen Button-Check gemacht, aber es kann sein, dass er gar nicht seine... Haben sie die Accounts gewechselt? Weil das scheint gerade so der Fall zu sein. Dass sie die Accounts gewechselt haben und der wahrscheinlich mit deinem Button-Layout spielt. Das kann sein. Ich habe nicht drauf geachtet. Ich auch nicht. Ich glaube, er hat den Arcade-Stick rausgezogen. Vielleicht spielt er gerade einfach weiter. Wollen die da starten? Man weiß es nicht. Sieht aus, als würden die aber weiterspielen. Okay. Vielleicht war es doch nicht ein Mid-Match-Button-Check. Scheint nicht der Fall zu sein. Okay. So. Geht einfach weiter. Recker! Und wird gepäht. Aber kein Problem. Kommt kein Vanish. Kein Kombo. Janemba, auf jeden Fall ein sehr gefährlicher Charakter, hat halt Full-Skin-Specials, aus denen er halt converten kann, natürlich, mit Beams oder Vanish. Viel zu spät, kriegt er nicht ins Smash. Vor allem halt auch Distanz sehr gut im Counterplay. Auf jeden Fall. Man kann ihn halt sehr reaktiv spielen, sehr oppressive vom Fullscreen. Das dann ist halt hat sehr er noch den sehr guten Bardock-Skill. Ja. Hat halt auch auf jeden Fall Knockdown aus allem. Hier sieht man den Teleport-Mix, ist halt super stark. Command Grab hat er auch, der Charakter ist auf jeden Fall sehr gefährlich. Und natürlich hat er auch den Teleport mit, wie wir gesehen haben, für Mix. Und es ist leider auch nicht nur ein offensives Tool, beziehungsweise... Links, rechts, auf oben, kriegt was halt, werden wir jetzt sehen? Ja. Interessant, geht für Kommentar. Janemba hat auch Invul auf seinen Teleport, ab Frame 3. Das ist schon ziemlich stark. In manchen Situationen sorgt es halt dafür, dass er einfach ein eigenes Game spielen darf. Wir sehen halt häufig vom Candeep, dass er versucht 236L plus Beam zu drücken. Kriegt halt auf, also ist ein Hit-Confirm und Neutral-Skip in dem Sinne. Ja. Auf jeden Fall sehr solide. Side-Switch. Ja. Ist halt 3 gegen 1 und Stato Bilder hat kein Spark. Das sieht auf jeden Fall sehr schlecht aus, Stato Bilder. Droppt auch die Combo. Ja. War wieder super defekt. Ah, und der 1M öffnet ihn, wenn das wird jetzt in den Janemba kosten. Aber er hat nicht gewusst, dass er schon einen Special hatte auf dem Slot. Hat jetzt die Barriere genutzt, weil jetzt Jump 2 und 2 erst schon belegt war. Er ist jetzt natürlich auf jeden Fall verdammt gut für Candy. Versucht jetzt aus dem Corner rauszukommen. Ja. Da war der Goku Classic, 2M, egal auf welcher Distanz. Das sollte eigentlich eine Level 3 werden, man hat aber die Kamehameha gehört. Aber Ken hält sich sehr gut mit seinen Neutral. Auf jeden Fall. Hat die Kamehameha halt zu früh angegeben. Nee, und da haben wir Cross-Uncross.
Es scheint so, als hätte Skyto bitte die falschen Buttons. Unterhalten sich gerade kurz. Da wollen wir zurück in den Character Select gehen. Das ist auf jeden Fall aber das 1-0 für Candeep. Blenden wir nochmal unsere hübschen Boys ein. Checken jetzt nochmal die Knöpfe. Das war 2-0 bei euch, ne? Ja. Ich vergessen einzutragen. So. Candeep gegen Style to Billo. Darauf folgen Nita Hack gegen Greeny 2. Und dann spielen wir schon Winners Final, Losers Final und Grand Final. Schönes Handtuch. Wie ich erfahren durfte, ist dieses Handtuch gar nicht die King Raster Tech. Es ist ein österreichischer Spieler, der sehr gut in Erde schon ist. Er ist einer der besten GTG-Spieler in Europa. Unter anderem. Auf jeden Fall ist das dieser Handtuch Tech ist gar nicht vom King Raster, sondern der Candeep hat sie wohl zuerst genutzt, wie ich erfahren durfte. Richtige Lore. Ja. Da ist schon Lore hinter diesem Handtuch. Das sind halt dann die trockenen Hände, hat man ein bisschen Grip. Und vor allem keine Spuren auf dem Plexi. Genau. So, Roundsat. Ah, ja, da haben wir es wieder. Da hat man uns auch gerade gesehen, die Invul. Und das Praktische an diesem Charakter ist, er darf aus allem verwirren. In Knockdown. Hat er Superdeath verbraucht, nutzt er den Teleport. Kommt aus dem Corner raus. Ja, nimmt sich den Turn. Aber er hat den Hit confirmed nicht. Ja. Da ist der Tour. Wird aber nicht killen, aber wird wohl der Side-Switch? Ja. Ah, Candeep kriegt den Dragrush nicht. Und den Anti-Air nicht den Raw-Tech. Wechselt jetzt selber auf Goku. Besseres Matchup, meiner Meinung nach. Vielleicht was noch auszusehen. Es ist auf jeden Fall ein solides Matchup für Goku in dem Sinne, weil auch der Gohan noch Level 0 ist. Da hat er keinen Zugriff auf 24L, eins seiner besten Wolf Punish Tools, beziehungsweise eins der besten im Game. Ja. Keine Rejump Combos, aber der Sidewitch, den nehmen wir auch gerne. Wir ziehen Level 1, das finde ich nicht so gut. Jetzt hat ein Reset den Neutral, zwar in seinem Favor, aber immer noch Reset den Neutral, ist okay. Ja. Wir sehen auch von Candeep, wie er gerne nach dem Throwtag 236L wird, da es halt echt schwer contestet werden kann. Ich habe selber nicht genau geschaut, wer es alles contesten kann, aber wenn man es halt nicht tut, also man sollte als wenn es nicht weiß, lieber sein lassen. Schon wieder 2-8. Alter. Aber ich denke mal, als 21 kann man nicht widerstehen, auf großer Distanz dann den Jumping Medium zu drücken. Auf jeden Fall. Als Cooler würde ich genau dasselbe machen. Er hätte eigentlich den Special Advantage verdecken können, das wissen die wenigsten, aber sehr viele Specials und Advantage sind ganz legit. Und man kann sie nicht nur reflecten, man kann sie auch punishen mit Reversals. Das heißt, also sobald man einen Special hat, der ab Frame 1 Air-Invul ist, wie zum Beispiel ein Light-DP, kriegt man auf jeden Fall einen soliden Starter bis zu einem TOD hin. Ja. Als Beispiel Super Saiyan Vegeta. Oh, und da kommt der 2-4-6-H. 2-4-6-H, der Klassiker. Den Knockdown. Ja. Aber Dragon Rushes werden getaggt. Und da war der Super Dash. Und getriggert. Saito Billo nimmt das ja mit 3-Oki. Solide. Was werden wir jetzt sehen? Was wird er machen? Safe Jump oder? Okay. Mit Keyless. Auf jeden Fall Missinput war wahrscheinlich ein Teleport. Also wenn dein Gegner dich für deinen Hard Knockdown respektiert, dann kann man auch, wie ich vorhin auch im Match gemacht habe, sein Command Grab, aber ja, auch den Light. Okay. Es ist mal ein bisschen schwerer, den zu confirmen, im Gegensatz zu Base Goku, weil du musst dann wirklich ein Run-Momentum haben, okay, damit er dann nah genug ran ist, dass er dann trifft. Okay. Sehr tricky auf jeden Fall. Verstehe. Season 1 war das viel einfacher. Oh, okay, das haben wir wohl geändert mit der Zeit. Ja. Ja. Ah, schöner Kopfhörer. Dafür ist aber der Medium Mega Brain. Ah, Candeep versucht die Nicht-E-Spots zu drücken. Und jetzt wird dafür bestraft. Mit Dragon Rush. Hat im Laufe der Matches. Das wird Level 1 und Level 3. Das wird killen. Nein! Er macht Level 1 und Level 1 und nimmt das Oki. Er hätte killen können. Oh, ja. Da hat er wahrscheinlich 2H gedrückt und seine Hörkopf wird auch noch nicht gesettelt. Ja, hier sehen wir die Rekka. Und mit Level Assist lässt sich halt gleich konverten. Ich denke, es war einfach wichtiger, ihn auf Level 1 zu bekommen, falls er noch nicht war. Ja, das Stato Billo, man merkt, er hat wenig Matcherfahrung gegen sowohl Advent 17 als auch Janimba. Kann man ihn nicht übel nehmen. Sie sind nicht Top-Tier, man sieht sie nicht im Ranked. Ja. Sehr unkonventionelle Charaktere. Spielen wenig mit den Systemmechaniken.
Leider spielen sie deswegen auch nicht gut. Jetzt sehen wir ruhiges Neutral von Candeep. Und geht für Koide Owarida. Tja, das war's dann wohl. 2-0 für Candeep. Solide gespielt. Kommt jetzt in Losers Finals? Jetzt kommt das zweite Semi-Match. Ah ja. Trage ich natürlich sofort ein. Nita hat gegen Greenie 2. Ken demonstriert auf jeden Fall, dass man wirklich mit fast jedem Team etwas reißen kann. Man muss nur die Arbeit reinstecken. Ja. Candy zeigt auf jeden Fall, dass auch wenn die Charaktere nicht Bardock, GT, Goku oder Kipu sind, kann man mit Synergie sehr viel machen. Ja. Vor allem denkt man halt vor allem bei Janemba, oh, Keyblast Assist ist ja überhaupt kein Mix, aber haben auch letztens noch die Diskussion gehabt, mit Keyblast kann man einfach super dashen und sie sind keine gute Keyboard-Tools, aber wie wir gesehen haben von Candy, sind sie auf jeden Fall sehr schwer zu kontern. Ja. Da klappt leider nicht. Das ist leider keine Schwarz-Weiß-Antwort. Und ich gebe jetzt ab an Candy, außer du möchtest, möchtest du weiter kommentieren? Nee, ich mache erstmal Pause. Okay, dann setze ich mich gleich wieder hin. Vielen Dank, Jason, kein wieder Problem. Fürs Kommentieren. Ich mache dann erstmal alleine, oder? Okay. Hallihallo, hallihallo. Gutes Match gerade eben. If I may say so myself. Wir haben jetzt als nächstes haben wir das nächste Loser Semi. Nein, doch das nächste Loser Semi. Und danach müssten wir das Losers Final haben, ja. Jetzt kommt der Dieback und hilft mir beim Commentary. Und er kennt auch die ganzen Nicknames von den Spielern. Ayo. Deshalb haben wir auf die Liste Niederhack Greenie 2. Im weißen Shirt haben wir Greenie 2. Okay. Und auf dem Shirt, wo Mili steht, ist es unser Niederhack. Niederhack! So, haben wir das geändert. Das ist schon unser letztes Loser Semi, ja? Losers Quarter. Danach haben wir noch das Losers Semi zwischen Candeep und dem Gewinner von diesem Match. Ah, aber und danach zuerst werden wir Winners Final spielen, denke okay. ich. Winners Final, dann das Losers Gedöns und dann Grand Final. Okay. Damit auch der Gewinner von Winners Final eine schöne Pause dazwischen hat. Wie ist denn Best of Five ist wahrscheinlich nur Grand Final oder? Best of Five machen wir alle Finals. Alle Finals, okay. Alle Finals. Okay. Ayo. Die gültigen Spieler werden sich freuen. Okay. Okay, da gerade der KND beschäftigt ist mit dem giltigen Turnier, suchen wir gerade nach einem Ersatzcaster, sonst werde ich hier alleine sitzen. Wird traurig. Das wird okay. Und wir spielen wohl schon sofort ins Game. Niederhack gegen Greenie 2. Teams scheinen richtig zu sein. Hoffe ich doch. Auf jeden Fall unkonventionelles Team von Niederhack. Sieht man selten. Noch den Android 16. Da habe ich jetzt meinen Co-Caster, der Kicksboy. Er hat überhaupt nichts zu tun mit Dragon Ball. Aber ich möchte ihn hier haben. Ayo. Ayo. Dai, erzähl mir vom Recker. So, wir haben hier keine Reckers. Wir haben hier keine Reckers. Wir haben hier keine Reckers. Ich wollte hier nur nicht alleine sitzen. Okay. Wir haben direkt Roundstar 5er. Ah, Blue Beats. Aber Blue Beats auch mehr Schaden. Droppt zweimal die Kombo. In einer Kombo. Gibt es einen Turn noch damit? Ja. Auch schön durchgelockt. Ja. Okay, das Team Life Recover. Wenn wir schon dabei sind, erklär mir einfach mal das Spiel. Kann ich machen. Also, erstmal, Niederhacks Team wird des Todes gefuzzied von Greenie 2. Aber Greenie 2 scheint es nicht zu nutzen. Ja, da haben wir der Clash, da darfst du halt wieder canceln in alles. Pretty much. Nice, die gültige also. Ja, ja. Deine Gatlin fängt sozusagen wieder von neu an. Wenn du halt 5 LLL machst und der letzte Hit. Ist dann ein Clash, darfst du wieder mit 5 Eltern anfangen? Nein. Ei. Jetzt nutzt er Level 3 fürs Hard Knockdown. Will seine Assist wieder recovern. Ja. Aber er ist wieder raus, gefährlich.
Wir gesehen von, haben von Dieter Hack, dort hat er gerne. Aber er kriegt den Hit und das war's wohl mit dem Adel Gohan. Nein, war es nicht. Doch, war es. Doch, ja. Ja. Dead. Er ist einfach dead. Und wir haben einfach die ganze Zeit nicht geändert, was für ein Match das ist. God damn it. E-Sport Production. Wo sind wir überhaupt? Wir sind bei Losers Quarters. Losers Quarters. Wo ist Losers Aids, ne? Ne, müsste Losers Quarters sein. Ja, wir haben so eine Losers Quarters, ja. Ich bin nicht der Klasse. Verzeiht mir bitte. Ja, ich guck den Lockdown. Er hat ihn in der Corner auf jeden Fall eine solide Position. Für Nita Hack und kriegt den 2 Hardstarter. Er wird sehr viel Schaden, ein bisschen zu kill, wenn er das richtig macht. Ja. Beam, Dragon Rush, Level 1, Level 1, Level 1 oder Level 3 einfach. Mal schauen, Level 1, Level 1. Level 1. Das reicht. Zweimal Level 1. Genau, Level 1. Okay. Jetzt haben wir von Nita Hack 3 Charaktere gegen einen. Alle Ressourcen sind noch da. Sieht schwer aus für Greeny 2 zu ein Comeback zu starten. Aber mal schauen. Vielleicht wird das was. Ja, aber der wird gewift punished. Muss man ein bisschen noch 8 geben machen. Oh, schöne Kombo. Ja, das ist in der Corner. Schlechte Position. Recovered halt seine ganzen Specials wieder. Mhm. Wir sehen halt häufig schon Niederhack, dass er halt nicht gerne in 2-3-6 Elsie Reduction endet. Er macht halt gerne ein, versucht einen Teleport-Reset oder geht in Command. Leider kann man beides schlagen, indem man einfach nach oben hält. Aber das ist leider dem Green 2 nicht bekannt. Ja. Über die Corner. Spark ist raus der Green 2. Oh. Einfach Wake-up-Buttons. Wake-up-Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Ja. Okay, in Level 3. Aber Whiff war viel zu spät. Goddammit. So wird das ja nicht. Empty Vanish, ja. Versucht zu schaffen mit der Orbit. Aber wird leider auch nichts. Ah, Anti hat nicht den Super Dash. Wird das schon mal durchgeöffnet. Aber alles noch in Ordnung. Nächster Hit wird zwar killen, aber. Ja. Oh ja, das wird wohl sein. Das wird wohl sein. Und damit haben wir das 1-0 für Nita Hack. Greeny 2 muss schauen, wie er sich in Neutral besser tut, da er gerade ziemlich bombuselt wird von den Assist. Er springt leider viel und landet in den Assist. Ja, das ist nicht gut. Ey, das ist nicht gut. Blocken willst du hier in so einem Spiel nicht, ne? Ja. Witz, obwohl blocken schon ziemlich stark. Er hatte schon auf der Roundstart schon den Hit, aber letzte Runde. Aber hat nichts rausgemacht. Aber er ist ein Drücker. Lässt ihn nochmal raus. Ja, war, ich glaube, er hat gedrückt. Darf man nicht machen, machen wir. Er ist jetzt in der Corner, hat geöffnet und dann wird aber nicht der Kill, alles gut. Er muss, er hat noch eine Chance zu raten. Ja, das kommt noch. Ah, hat es geschafft, ihn noch rauszuwechseln. Recovered jetzt schön Blue Life. Sind locker 20%. Und damit hat er jetzt schon mal einen Genki-Charge, Base Goku. Base Goku's Genki annulliert komplett Projektile. Gewinnt auch gegen Beams. Bleib einfach sitzen, Kings. Sag einfach Ayo, wenn was Cooles passiert. Okay, Ayo. Ayo, das war nicht cool. Ayo, das gefällt mir. Ja, bin kein Treffer in Level 1, aber wir wahrscheinlich nicht wieder auf der Bahn. Wir sehen Greeny 2 fleißig abwechseln mit verschiedenen Charakteren. Leider bringt ihr das nichts. Er hat keine Ressourcen, ne? Ja, er hat keine Ressourcen, aber er managt auf jeden Fall die Charaktere gut, aber im Blue-Tier wird halt die ganze Zeit geöffnet. Das ist leider nicht gut. Und da sehen wir wieder Blockspring into Teleport. Es ist leider einfach. Ah! Das ist nur ein Schwach gewesen. Ja, aber Teleport, Blockspring End ist leider nichts. Es klappt halt nur gegen Spieler, die 2 haben. Dann hast du keinen Mix. Ah, und der Happy Birthday, der Goku mit 20% Blue Life. Mal schauen, ob ihn reintaggt. Wahrscheinlich ja nicht. Oh, da ist auch direkt jetzt. Ne? Ja, ja, da kann ich hier. Das war jetzt okay. Level 1, Level 1. Und jetzt sind wir wieder in einer 3 gegen 1 Situation. Das sieht sehr schlecht aus für den Greeny 2. Ja, aber er hat den Treffer. Mal schauen, was er macht. Geht das in der Corner.
Ja. Ah. Leider 2H. Hat versucht, Dragon Rush zu drücken, aber 2H. Ja, Anti-H habe ich gehört. Ja, Anti-H, ja. Hat halt auch Frame 4. Er ein Bull. Nein. Ich weiß nicht. In der Beta war es Frame 1 und das heißt, Safe Jumps waren non-existent. Der Klassiker 5L6M. Ist halt Auto-Time, wenn du Keyblast treffen und der aus den 6M konverten darf, Alarme. Mit der Jans gefunden, das Setup. Ja, hat versucht, die zweite Sekunde zu reflecten, aber das ist langsam. Ja, Spark, Timer, ah, ja, das war's, Mann. Das war's? Das war's. Das war 2-0 für Niederhack. Gratuliere, Greeny 2. Für Top 8. Und damit wären wir jetzt beim Winners Final. Leider haben wir jetzt keine Caster, das heißt, wir müssen wohl Jason holen. Jason, caste mal wieder bitte! Wir haben keine Caster! Good day. Ja, was ist? Ich muss wieder casten, weil Jam spielt, ich muss jetzt spielen. Ich hab keine Ahnung hiervon. Ich ändere dann hier nochmal schnell. Ja, ich muss eigentlich auch noch SO4 spielen. Das muss ich? Ja, dann steh wieder auf, du machst hier nichts. Hau rein. Ja, sorry. Du bist leider nicht wichtig. Sorry, die. I don't need to play this game. Das stimmt. Winners Finals, Seite 1, werde ich mich einfach hinsetzen, Seite 2, wird der Soul Atze sitzen. So, dann gebe ich jetzt einfach mal ab. Ich hoffe mal, dass jetzt langsam in die Kasse kommt. Okay, first of three. Nun haben wir in Winners Finals Dai gegen Soul Atze. Und zusammen kommentiere ich mit Julian Memento Mori. Und natürlich ich schon wieder. Der einzig war Jason Wanterby. Ja, er hat zwangsverpflichtet zum Kommentieren. Ja, was heißt zwangsverpflichtet? Ist eine Ehre. Dann wollen wir mal sehen, wie sich Dice, Embu gegen Soul Arts' Goichi-Team tut. Ja, Goichi-Team. Am gefährlichsten sehe ich ja hier gerade auf dem Screen, der Martian Buu. Ja. Der hat bis jetzt jeden erwischt. Ich meine, es ist der Singleplayer-Modus im Spiel. Mhm. Muss man Ehrfurcht davor haben. Erstmal in der Corner, dann ist der Fatball erstmal am Stecken und dann kommt es nicht mehr raus. Der ist auch, soweit ich weiß, egal was für ein Rage, ist der Plus. Ja, der ist brutal. Hier war der Fistbump. Jetzt geht's los. Die Twitter Point sieht man auch nicht so oft. Ja, normalerweise sieht man ja auf Aces, dann ist Standard einfach blocken und dann Vegeta Aces den Rest machen lassen. Da fallen fast alle drauf ein. Und ihn halt als Safety Net benutzen. Yeah. Ja. Und auch so deckt er auch den halben Screen ab.
Ja, klassisches Yamcha. Respekt vor Neutron, hier ist auch schon der erste Hit. Ganz normal. Nein. Uptech für Backdash. Wieder zurück auf Neutron. Double Assist. Oh, Cross-Up. Cross-Up versucht ihn wieder. Oh, da war Dragon der DP. Ja, gepunished. Den kannst du nicht hier so rauswerfen, ohne den abzudecken. Hat Uptech erwartet. Da kommt er mal raus. Ja, der Jumping H koppelt auch so viel. Ah, hätte nicht canceln sollen. Jetzt hat Solar zu den Vorteil. Über Drake schnappt sich bei. Ich wäre die gute Idee, den außerdem mit Streifen und einfach Snapback zu machen, damit er seinen Mann und lernt. Voll true. Wir rennen einfach durch. Okay. Und hier ist der Confirmed mit ihrem First. Jetzt sehen wir gleich die Corner-Kombo. Oh, der kommt drauf. Leider. Ja. Tragic Drop. Oh, schlechter Parry. Reagiert. Jetzt sehen wir die Loops. Jetzt sehen wir die Loops. Oh, oder Level 3. Ja. Was ist der Mix? Er hat Yamcha Assist. Müsste also relativ schnell sein. Safe Jump. Spark. Möchte den Bardock nicht verlieren. Ja. Gute Idee. Aber hier kommt der Sneaky 2M. Ja, Early Spark ist ja die Way. Step Throw. Ja, jetzt sehen wir es. Oh. Gut reflektiert. Ja, safe the net, aber trotzdem erwischt. Jetzt sehen wir klassisch Bardock. Ist im Moment ein Hoch und Unter. Sehr gut. Das wird eine Menge Schaden. Ja, aber verliert die Corner. Hätte aber mit jedem Level steigen. Und hier ist der Sparking Bait sehr gut von Soul Atze. Äußerst gut. Nice Skill. Jetzt hat er gerade einen Vorteil. Auch. Und Sparking ist ein paar Sekunden vorbei. Jetzt musst du ein Stückchen aufholen. Sehr gut reflektiert. Hier zurück auf Neutral. Wird vom Beam gecatcht. Nice close, aber getroffen. Hat den Hit confirmed nicht. Und hier ist der Dragon Rush. Der darf man nicht schlafen. Ah, Genki Dama. Wir haben es gesehen, wir werden es wiedersehen. So, was ist der Max? Links, rechts, hoch, runter. Cross up. Confirmed. Gut getaggt. Lockdown von Vegeta ist das. Super Dash Mix. Sehr gute Blocks von Dai. Entwischt den Corner. Oh, Stare Down. Sehr gut. Wir haben schon ein bisschen Blue Health recovern. Sehr gut. Das wird ein Level 3. Wird sehr knapp mit dem Kill. Oh, yeah. Aber selbst Hard dann so hat Vegeta guten OP. Ja, er hat Knockdown, aber bei der Range hat er nicht so viel. Oh, ah, der Blockstun war noch da, der ging einfach durch. Ja, ja. Und er versucht, den Dragon Rush zu taggen, hat aber dadurch den einen gekriegt. Lord Armor, ja oder nein, wird es killen? Macht mehr Damage, aber ich glaube nicht zu sehr. Ja. Gerade noch so. Ja, ein Gimmick Cross-Up Tool und das war's. Okay, jetzt kriegt er ein bisschen Blue Life, aber das ist auch ein Long-Tab. Sehr gute Staggers. Das sollte es für Duty Goku sein, falls er alles connected. Ah, schade. Commentator's Curse. Das wird jetzt nicht das, das Leben kosten. Das hat ihn teuer gekostet. Aber wir kennen Yamcha. Henker Yamcha. Yamcha, er kann das noch reißen, wenn er das schlau macht. Vor allem, wenn ihr den einen Treffer jetzt kriegt. Sehr gut geblockt. Ja, aber es ist leider ein Online-Warrior-Tool. Das funktioniert offline nicht so gut. Ja. Jetzt ist es möglich. Das
mit Yamcha. Ist das ein Two-Touch oder ist er jetzt gleich? Ja. Oh, außen sogar gleich gecatcht. Aber da ist der Dragon Ball. Kann nicht killen. Ah, ich glaube, so definitiv nicht. Staggers, Cross-Ups und hier ist der Fake Cross-Up. Direkt in Level 3. Leider nicht die Ecke, ansonsten wäre der Oak im Einsatz besser. Aber es ist für beide noch sehr machbar. Aber Goku hat halt Lebensvorteil. Oh, okay. Sehr gut. Ich wollte Lebensvorteil sagen, aber das vergessen wir mal kurz. Nice Cross-Up. Ja. Und hier ist der Jumping. Das war's. Mit Jumping. Gute Runde. Sehr gut gemacht von Dai. Hat das Yamcha Comeback noch gemacht. Leicht delayed, hat ihn noch mit dem Stagger erwischt. Ne, sind die Double Overheads. Extension verpasst. Oh. Oh. Gerade nochmal Glück gehabt mit dem schlechten Reflex. Super Dash Mix. Block Strings. Schön geblockt. Stagger, sehr respektvolle Blocks. Und nice da ist der 2-8. Aber nicht. Leider gedroppt. Ja. Passt jetzt. Oh, da sind wir halt total Jumping Age schon smart. Wenn man sofort mit Medium confirmed, ist es ein bisschen mehr Damage als mit Lights. Aber bei Bardock, da ist man ab und zu tief unten, dann droppt es manchmal. Ja. Hier war der Fuzzy. Oh, knapp nice ihn mit Yamcha ist es. Ja, das wie gesagt, er ist immer da, wenn man ihn braucht. Jetzt kommt der Snap Mix. Sparking, er hat keine Lust auf den Farm. Ja, Macho hat einen riesen Fuzzy drauf. Das kann ziemlich weh tun und dann ist so Snapback schon mal vorprogrammiert. Vielleicht muss das sofort mit dem 2H sein. Die whiffen ein bisschen auf. Oh, guter Catch. Arschbombe hat ihn erwischt. Ja. Jetzt kommt wieder der Snap Mix. Genau, und jetzt hat er Time, nur noch aber er hat noch den Vorteil. Oh, schlechter Dragon Rush. Direkt gepunished. Das dürfte jetzt. Oh, oh, das war zu kurz. Ja, vielleicht den Rebellion Spear. Wir reden zuvor, ich bedürfen das jetzt niemand, sonst glauben die noch mehr kommen muss. Aber jetzt sind wir erstmal in Level 3. Ja. Das ist der Mix. Ganz normal Safe Jump, Double Overhead. Oh, gewifft. Und das ist ein direkter Punish. Genug Meter für den Spirit Bomb. Oh, na, der war schon was. Man kann von Spirit Bomb reden. Ich glaube, es ist der einzige GT Kuku, den ich heute gesehen habe. Ja, also ich habe auch noch keinen gesehen. Wie gesagt, habe schon mit Dai darüber gesprochen. Sehr große Vielfalt, was wir hier auf dem Turnier haben. Ja, ich bin äußerst froh, dass die Meter nicht so stark auf Follow-up. Oh, Double Overheads. Ein paar sehr interessante Teams heute gesehen. Alles gute Spiele. Oh, nice. 368. Ja, das ist ein Combo. Und das war's für Endo. Nice Kill. Martin erstmal aus dem Spielfeld raus. Diamond Red Bull Tag. Schneller Zip zwischendurch. Ja, da sehen wir auch schon die Reaktion mit dem DP. Das war's für Bardock. Ja, mit Game Buff, um das zu reden. Reaction plus 2. Oh, das war eng mit dem Super Dash. Das wäre voll gut. Erwischt ihn. Aber kein Confirm. Jetzt sehen wir hier die Staggers. Oh, nice Cross. Sehr schlau gemacht. Wenn man die Assist mittendrin trifft, kann man Jump canceln, weil es als Treffer zählt. Ja. Und hier ist der Snap Mix. Oh, Yamcha, sehr gefährlich. Wahrscheinlich in Level 3. Nein. Nee, ganz normal SKD. Return to neutral. Und ja, hier sehen wir Vegeta als Safety Net. So wie wir es kennen. Und schon wieder.
Meine ganz simpel, Level 1, Level 3. Meine, wieso sollte man es ändern, wenn es funktioniert? Ein 2 von 0 für Dai. Direkt ins dritte Match. Ah, das ist die Sache mit Vegeta Jumping to Age. Das Momentum ruiniert manchmal gewisse Confirms. Und sofortiger Spark. Er möchte Vegeta auf jeden Fall behalten. Er will keinen Mix, aber es wird vielleicht ein bisschen zu viel. Aber hier kommt der Raw Tag direkt gepunished. Schnappt sich den Uptag. Kann durchaus sein, dass er den Spark nicht wieder benutzen wird. Oh, American Reset. 80 Millionen Overheads, aber es klappt. Und das war's für Bardock. Aber Jiki Goku und Super Saiyan Goku, alles sehr starke Charaktere. Soul Arts kann es auf jeden Fall noch ziehen. Sparking hat er auch noch. Aber da ist der Teil ist auch alles ist offen. Gut. Er denkt auch immer schön seine Risk-Manöver mit den Aces ab. Also kann er auch schwer geopen werden. Sehr gute Blocks. Ich sehe auch jedes Mal, wenn Dai seinen Vegeta callt, macht er 2H. Wahrscheinlich erwartet er einen Super Dai. Hat ihn confirmed, leider 6M. Oh, Stare Down, into Raw Attack, aber Vegeta schnappt ihn sich. Into Level 3. Vegeta ist auf jeden Fall da. Was ist der Mix? Auch ein bisschen zu oh, mit der Auto-Kombo. Sparkt aber sofort. Das hat nach dem Verpatzen. Das ist Meta hatte jetzt noch die Frage, ob er sie effektiv nutzt. Und hier kommt die Bobo-Bombe. Vortex und Hit. Level 3, der will Embo auf jeden Fall loswerden. Ist auch die richtige Entscheidung. God Armor natürlich killt es. Der Level macht auch so viel Schaden. Sehr guter Air-to-Air. Ah, für Level 3 langt es noch nicht, aber trotzdem, Knockdown ist da. Stare-Down für den Staggers, aber da kommt er mit dem DP. Stoppt aber die Combo. Guter Attack. Jetzt würde ich den Aces hinten behalten. Kein Spark mehr heißt, jeder Charakter ist wichtig. Vor allem, wenn alle Aces weg sind, gibt es keinen Blue Life Recovery mehr. Ja. Ja, hast du recht. Das sieht nach, ja, ist ein Snack. Dann möchte Goku auf jeden Fall loswerden, dann hat er den sehr guten Assist. Habe ich auch noch nicht gesehen. Und jetzt auch noch Blue Life verloren bei Genie. Das sieht knapp aus. Er steht auf dem letzten Ball. Vor ein Losers fällt. Sehr gute Reaktion mit dem Super Dash. Oh, schlecht gepunished. Also ich meine, gut gepunished. Schlecht 2H gemacht. Da wäre der Backdash nach dem 2H. Sehr guter Dragon Rush und das war's. GG's. Die 3-0 über Soul Arts. Die zeigt seine Dominanz. Sehr gut gespielt von beiden. Beide erstmal Luft atmen. Tio guckt gerade, weil es nichts dran ist. Ich glaube, es ist Ken Deep dran gegen
Den Namen kenne ich gar nicht von den anderen. Der Gewinner von diesem Match spielt dann gegen Dai. Nein, glaube ich nicht. Der Gewinner davon spielt gegen Soul Atze. Und der Gewinner davon geht dann in Grand Finals. Ah, okay. Weil das war ja gerade Winners Finals, ne? Und dann müssen die noch. Stimmt. Einer von euch muss weitercasten. Glaube ich. Also, mit dir jetzt oder? Ja, okay. Ja. Möchtest du gern oder? Ich kann auch ein bisschen weitercasten. Gut, gut. Vielen Dank an Jason fürs Kommentieren. Hallo Memento Mori. Hallo. So, müssen wir jetzt erstmal alles wieder fixen. Auf der linken Seite Boys Love, Candy. Und auf der rechten Seite Need a Hug. So. Wird auf jeden Fall ein interessantes Matchup. Zwei sehr unkonventionelle Teams. Sehr unkonventionell. Candy, starker Dynamo-Vertreter. Auf jeden Fall. Starker Verfechter von einem interessanten Janemba-Team. Janemba, Android 17 und... 17, das ist halt... Ja. Ist halt schon auf jeden Fall sehr interessant zu stellen. Ja. Und ja, dann haben wir noch Nita Hux mit Android 16, Samusu und Goku Black. Ja. Auf jeden Fall ist auch Android 16 ein interessanter Pick, den sieht man heutzutage sehr selten. Ja, früher richtig guter Anker, eigentlich Standard auf den meisten Teams. Dann wurde er aber irgendwann sein Assist genervt und dann hat er auch schon seine Support-Value ziemlich verloren. Ja, und deswegen ist er jetzt auch Points. Ja, mittlerweile ist er ein Point-Character. Man sieht ihn sehr selten, weil halt die Point-Rolle einfach stark besetzt ist von Top-Tiers. Ja, wie Bardock, Kipu, Bardock Goku, und so weiter. Man kennt sie. Ei. So. Mal schauen, wie das Set wird. Wieder First to Two. Ist ja Losers Semi. Daraufhin Losers Finals und dann ein Grand Final, ne? Okay, Intros, lass mich laufen. Die haben Style. Also, haben wir das auch mal wieder geändert. Sehr unregelmäßig. Welche Position sind wir? Ich weiß nicht. Okay. Statt 17 Barriere. Ja, auch die 17 Barriere schützt nicht vor allem. Mit dem Backrush, Snapback, 17. Okay. Für das Real Life. Ja, mit 16 kann man, ja, da kann man bestimmt gute Snapback-Moves machen, wenn man halt noch nichts bringt. Vor allem mit den Assists. Ja, auf jeden Fall. Okay. Ja, das haben wir so gute Aces für 16. Auf jeden Fall kann er mit beiden mit super Beam. Nach dem Dunk converten. Ja, und mit Beam kann man nie falsch fliegen. Ey, so ist es. Wir kennen die paar ziemliche Probleme gerade. Ja, okay. Wird er ziemlich genug von 17. Vielleicht hat er vergessen, wie er das Matchup spielt. Ah, und dann hat er gepunished. Das ist die Recker. Ja, Level 3 und Kontrolle zu geraten. Und jetzt sehen wir erstmal ein aggressiveres Verhalten von Candy. Ja, aber da ist der Snapback. Der Alpha Counter. Gar keine Zeit. Wie auch immer man ihn nennen möchte. Das war auf jeden Fall ein 2H-Versuch. Auf jeden Fall. Ja. Dann haben wir jetzt wieder der Snap. Was ist die Quasi-Setup? Nein. Erstmal Beam. Interessant. Beam-Assist zu. Sicher erstmal Beam-Assist zu gewinnen, ist eine gute Idee. Ja, aber er wird leider geöffnet von Incendiadisch. Ja, das kostet ihn. Das ist nur zum Charakter. Auf jeden Fall ziemlicher Nachteil für Candy, da er jetzt einen Assist weniger hat und das disabled schon seinen Gameplan. Wir werden sehen, da ist es, der Lucius-Skip, aber das war's auch. Er hat keinen Mix mehr. Das ist das riesige Problem an seinem Team, da er abhängig ist mit Janemba plus 2 Assists. Sobald ein Glied fehlt, hat er den Janemba mixen, also den Lucius-Skip und Janemba mixen in der Kombination. Ja. Interessant von Nita Hack, dass er sich entscheidet, Lethal zu sparen. Ja, der die 1 von 1 3 auf jeden Fall gekillt hätte. Aber er dachte wahrscheinlich, dass es auch so reicht. Spend the money. Ja, Sparking wird natürlich zu retten. Solo GT, Solo Super Saiyan Goku will man nicht mehr so viel sehen. Ja. Mal schauen, was er macht mit seinem Goku. Und bisher scheint Candy sehr. Ziemlich one-sided. Wieder ist ziemlich stark. Sehr one-sided, auf jeden Fall.
Aber wie kennt Son Goku, kann alles über zum Rap. Er ist der Protagonist. Ja. Ach, da war wieder das schöne Vanish into kein Smash, weil es so ist. Und er drückt keine E-Sports-Kombos, aber er landet sie trotzdem. So kennt man ihn, die Boys Love Candy. Ja. Aber steht das BL für Blackline? Ja, jetzt die Frage, wie stark 16 ist ohne Summer to Assist. Ja, weil da sehen wir jetzt Beam, wieder. Der schwört ihn ja an der Seite und dann geht die Extend. Und schon wieder, ja, er wollte Extend mit dem Vanish, aber mal wieder kein Smash. Aber 2M, das ist der Protagonisten-Low. Ja. Fuzzis man nennt. Als Goku-Black-Spieler kann ich nur sagen, Black hat keinen Mix ohne Assist. Das kann ziemlich schwierig werden. Ja. Aber es könnte schwierig werden, aber er hat immer noch Spark. Er immer noch Spark, das gibt ihm mehr Mix als vorher. Und er hat richtig gutes Neutral, da sehen wir es. Ja, Dive-Kick. Ja, Dive-Kick, das schönste aller Neutral. Ja, da sehen wir wieder Nita Hart. Oh! Ja. Er wird geschmixt. Drang Rush ist Tekken. Nicht gerade die größte Stärke. Auf jeden Fall. Oh. Da hat er einfach gedrückt. Das, aber wird, das wird wahrscheinlich das Match sein, wenn er die Kombo optimiert mit dem Empty Vanish. Ja, das war's. Das war's. 1-0 an Nita Hart. Mal schauen. Aber selbst wenn er nicht geblockt hätte, weil es ein Raw Level 3 wäre und er war noch im Sparking, hätte das Leben wieder regeneriert. Auf jeden Fall. Aber es war gut aus der Corner, aus der Corner zu kommen. Ja. Okay, Charakterwechsel. Wahrscheinlich nicht. Er überlegt noch. Okay. Mal schauen, was für Adjustments jetzt Candy macht. Ja, mir wird noch nicht angefallen, auf welchen Charakter er zurückfallen würde. Er bleibt ziemlich stark bei den 10. Er hat halt noch eine. Er hat früher halt sehr viel Base Goku gespielt, aber ich glaube, mittlerweile, seitdem er auf das Team kommentiert ist, ist wahrscheinlich sein Base Goku auch nicht mehr der Beste. Ja, ja. Aber diesmal sieht man eine ganz andere Seite von Kenrip. Ja. Sehr weitaus offensiver mit den Command Grabs, er nutzt sie auch mal. Oh, nice Strafe. Jetzt sehen wir, Momentum ist alles in diesem Spiel. Nein. Und das kann schon das Anfang vom Ende sein. Ja. Sean hat volles Leben, den Live-Lead, beide Assist. Ja, das war sehr schön. Converted aus Meta 6L plus Beam Assist. Macht wahrscheinlich. Nein, gibt kein Meter aus der OP. Ah, verkacktes Mix. Aber das ist kein Problem. Command Grab öffnet alles. Unblockable. Literally. Der ist eher unblockable. Wage ich zu sagen, Download complete? Mal schauen. Das kann sein, das kann auch nicht sein. Einfach gedrückt die Level 3. Wundert mich, was er vorher in der Corner kein Meter ausgegeben hat. Er hatte 6 Bars und er hat einfach Meter damit gemacht. Ja, da war halt einfach der Read auf Reversal. Ah, bis gerade eben noch keinen einzigen Damage gedrückt. Ja. Hat jetzt ein bisschen Chip kassiert und das war's. Ja, ein bisschen Chip. Alles gut. Ja, da hat er noch den letzten Empty Vanish versucht, ihn zu öffnen. Nice, Drang Rush Attack. Interessant. Er versucht zu close up, aber geblockt. Ja. Aber der Raw Tech catcht den Goku Black. Ist halt ein sehr angenehmes Matchup für. Ja, er wird den Summer suchen. Ja. Interessant. In der letzten Runde hat er sich ja dafür entschieden, Goku Black reinzutanken als erstes. Goku Black ist ein guter Assist, aber wenn man den nicht killen kann, dann ist es auch erstmal gut, mit Snapback den auszuschalten. Ja. Ja. Tech den raus. Mit der 17. Hat auf jeden Fall solide Keyblocks der 17. Ja, definitiv. Offensive. Er hat halt die Recker-Mixes. Die sind zwar reactable, aber man muss sie kennen. Man muss sie kennen. Er hat zwar kurze Stubby Normals, aber ja. Das ist der TOD, wie man ihn liebt. Recker! Da sehen wir wieder einen guten Einsatz von Sonema. Aber er droppt die Combo! Drops and Selects, die Ankermantels, sie sind da. So kennt man ihn. E-Sports. E-Sports Resets. Man kennt sie. Ja. So. Aber das ist gerade der Bildschirm angezeigt. Ne? Ja. Okay. Wir sehen jetzt die Recker im Powerblitz und Game Over Oli. Ja, erstmal flexen hier. Erstmal flexen mit der, mit der Winning Animation. So kennt man ihn. Ja, richtig gute Adaptions. Sehr schön adapted, sehr schön recovered. Das sah aber einmal ganz anders aus. Ja. Mal schauen, was der Adjustments jetzt in dieser Hack macht. Ist er bereit? Wird er das handeln können? Aber er wird jetzt geschmixt.
aber er blockt. Versucht die Superdash mal Kiel aus, aber der 5er kommt. Catch die Superdash und er ist in der Corner. Alle Assistants wieder ab, er muss wieder gessen. Ah, aber der Merkel zu Schiff oder Guard Cancel. Ich hab keine Ahnung, wie man ihn nennt, Dragon Ball, weißt du es? Der, wenn man den Assist reinruft und Guard Cancel. Wie das genau heißt in Dragon Ball. Dragon Ball? Ich glaube, das ist Guard Cancel. Ja, okay. Das ist Guard Cancel. Okay. Jeder nennt es Guard Cancel. Ja, es ist Guard Cancel, Alpha Counter. Nennt es, wie ihr es wollt. Ja. Auf jeden Fall, das war's mit Area 16. Ja? Ja. Tag jetzt in 17. Sieht komplett aus. Ei. Schaut auf jeden Fall ziemlich completed aus. Ja. Ja, und wieder volles Leben. Captain Lead, das haben wir uns auch schlagen genommen. Ein Fehler und das wird die TOD. Ja. Oh, nice Dragon Rush. Dragon Rush, ja. Ah, Sabaki Kino Yaiba ist leider nicht gut. Man kann es halt eigentlich bedecken. Candy tut es nicht, aber es ist kein Problem. Weil er resettet wird zum zweiten. Das reicht nicht. Muss jetzt nochmal den Gut öffnen, aber ja, der Cancel. Das raus. Tja. Ja, jetzt ja, diesmal snappt er. Ja. Ah, hat leider nicht hitconfirmed. Das war nice. Das war nice. Raus wie Same Side, weil ihn so mitgeschoben hat. Der Pushback von 17. Aber ja, dann doch das. Ah, hat die Öffnung. Das wird der Kill sein. Das wird der 3 Kill gegen sein. 1, sagen wir es so alleine. Ist nicht besonders stark. Ist nicht gut. Ist nicht der beste. Ist auf keinen Fall ein guter Anker. Ist kein guter Anker. Er ist halt sehr assist-abhängig, um seine Ulti zu spielen, seine Offensive zu spielen. Ist eigentlich und nur er ist ein Big Body. Das heißt, seine Defensive ist auch nicht besonders Big gut. Body. 7 Frame, 5L. Uff. Kurze Kombos ohne Aces. Ja. Also wenigstens hat er noch Spark, da kann man noch was reißen. Ah, da wurde er gerade gerettet. Wurde er gerettet von den Keeblers. Aber mal schauen. Candy spielt einfach solide Nutri runter. Er downbackt. Also was muss er nicht was mehr will machen? Er machen? Ja, das war's. Das war's. Das war's. Sieht nach Curtains aus. Ja. Ja. Das Spark ging Recker! Macht Dragon Rush, Power Blitz, Level 1 und 1. Gamer Orator, er versucht es. Wieder flex. Und wie er wieder flext, dieser BL Candeep. 2-1 für ihn. Schön recovered. So one-sided diese Matches. Erstmal sah noch ziemlich gebalanced aus, aber das waren Downloads. Ja, war nett zu kommentieren, aber ich wollte es leider auch los. Okay. Vielen Dank fürs Kommentieren. Hat's heute viel Spaß gemacht beim Hessen Crash. Ajo. Tschüss. Na dann, tschüss. So, jetzt brauche ich noch einen neuen Caster. Ja, mal schauen, wer mich jetzt begleitet beim Kommentieren. Das wird jetzt aber Candy gegen der Soul Arzt sein. So, Overlay sieht gut aus. Tja, alle Dragon Ball Spieler sind gegangen. Es gibt leider keinen mehr zu casten. Entweder spielen sie gerade oder sind in der Casual Station. Das heißt, das wird wieder ein Solo-Ding. Kann immer gut werden. So, Candy King Soul Arze. Soul Arze mit dem Esports-Team. Bardock, GT Goku, Super Saiyan Goku. Mal schauen, wie dieses Match aussieht. Ich kann mir vorstellen, dass Candy das also einen Vorteil hat in dem Match, da er das Matchup kennt. Während ja John Ember, Ender 17 recht selten vertretene Charaktere sind. Mal schauen, wie es aussieht. Benny! Willst du E-Sport sein? Ja gut. Candy gegen Soul Arzer. Schnell noch.
auch den Tag ändern. So, wir sind nämlich jetzt nicht unsere Semis, sondern Losers Finals. Ja. Der Hut wieder mit seinem Projektor-Konto erliegt. Alter, ich will nicht. Ja, aber er covert nicht den Upset Backdash. So, Upset kommt raus und nimmt sich den Turn. Aber ja, findet die Öffnung nicht. Das ist einfach so. Ja, wird wieder geöffnet vom Goku Assist, aber Candy kommt nicht am Punkt. Ja, dann soll er leider versucht fahren hier mit 2L, aber super geil. Hat das mit Auto geklappt. Candy wieder Combos und droppen. Leider zu viele. Er hält irgendwie nicht die Corner gerade. Mal schauen, wie lange sich das hält. Ja, das Soul Latte, das ist gerade ziemlich häufig treffen von Goku ist. Das haben die Committed einen falschen Stellen. Muss auf jeden Fall das Neutral gut angehen. Er spielt mit viel zu viel Committed Option. Committed viel zu hart und wird jetzt. Ja, wird auf jeden Fall den Charakter verlieren. Candy wieder E-Sportsmann aus, beziehungsweise fühlt sich stylisch bekommen aus. Also genau, das genaue Gegenteil. Leider kein Game Over Overleader, nur der Season 2 geändert. Kann nicht auf seinen Gegner flexen. Auf jeden Fall, was wir im Soul Art beobachten können, ist, dass er halt sehr viel mit dem Goku Assist versucht, mit dir zu spielen. Man sieht er irgendwie ziemlich hinten hilflos aus. Weiß irgendwie nicht, was er genau machen soll. Aber mit dem Goku. Ja. Jetzt wird wieder der. Ja, muss der Michael da schauen. Kein Snapback. Das ist kein Problem. Kein Snapback, kein Problem. Drops einfach ganz gechillt den Goku durch. Passiert nichts. Und damit wäre schon die Sparkzeit wieder vorbei. Soul Art zwar mit dem Meta-Lead, aber er kriegt leider nicht das Meta gesuspendet, weil er einfach keine Öffnung benutzt. Muss auch vorsichtig sein mit dem Keyblast gegen Janemba, da sein perfekter Counter, ja, die hat Janemba schon voll im Pull hat. Ja, Snap wieder. Schade, ja. Mal schauen, wie lange er blocken kann. Moment, Grab. Schön rausgesprungen, aber der Punish. Ah, da ist er. Und die gesamte Kombo. Whiff Punish schön den 2-3-6er. Nimmt die Corner, wird es halt Level 1, Level 1, Level 3 machen. Oder nur Level 3. Level 1, Level 1, Level 3. So, mal schauen, wie sein Oki wird. Sie generiert halt Safe Jump, kann man aber backdashen. Oh, schön gebaitet. Nutzt halt die Frames, den Goku nicht da ist, um durch zu involvieren durch das Bar und punish den Schwarz. Kriegt selber schon von mir aus. Mal schauen, was da aushört. Ach, Candy leider zu schlecht im Mash. Mash hat 2P mit seiner Kung. Aber 5L ist nicht so schwer. Soul Art hat auf jeden Fall ziemlich gut gecovert. Hat auf jeden Fall die Character Lead wieder eben gemacht. Aber Candy ist wieder am Drücker. Hat den Bardock in der Corner und öffnet ihn mit einem 2L. Das war's mit dem Bardock. Kein Powerblitz. Ah, das ist. Man kann also wohl. Ja, interessant. Hat es doch den Powerblitz gestartet. Ah, ja. Schön reagiert. Auf den Block 2, ja. Ah, ja, Beams sind echt gefährlich, mit den Wiffen. Werden sie gefangen, auf jeden Fall. Ah, Candy. Verkackt, Level 1 und Level 3 zu machen. Jetzt trifft leider nicht die Level 3, aber schöne Idee. Hat er gesagt, eine vertikale Range, aber der 2 war einfach zu schnell. Hat von Günther runtergedreht. So, und hat er wieder am Turn. Lass mal schauen, was er macht.
Was mir irgendwie fehlt von den Goku-Playern ist Same-Side Kamehameha. Aber wir nutzen halt echt wenig Cross-Ups bzw. Same-Side-Optionen. Wir sind sehr gefahren. Ich spiele halt sehr viel mit Stagger-Pressure und Geld-Offense. Damit geht auch die erste Runde in Candy. Two to go. Eigentlich ist halt die Shell vom Soul Art so verdammt stark, dass sie halt also sowohl die Luft covert als auch den Boden mit beiden Wings. Aber leider ist halt Jan Ember der genaue Konter gegen dieses Team, da er einfach Projektile ignoriert. Aber ja. Ah, Soul Art, sie droppt wieder zu viele Kombos. Das könnte schmerzhaft werden. Ja, verliert jetzt auch dafür den Ball. Kommt die Recker. Kein Genua Overliga, er flext nicht. Hat jetzt wieder den Character Lead, mal schauen, was er damit macht. GT Goku, Goku sollte man niemals unterschätzen. Das ist halt eine positive Shell. Keine Fassi Setups, ah. Nice! Ice Cold Stream Travel and Outdoors. Gefällt mir. Okay. So. Das war's jetzt für den November. Drang Rush. Und ach, nevermind, das reicht nicht. Dann geht leider nicht in Genki. Damit ist auch wieder der Jan Ember sicher. Recovered sehr viel Life. Und der Soul Art hat leider keine Antwort auf die Super Dashes. Sie sind einfach free. Man kann einfach taggen und Super Dashen, wie er lustig ist. Ja, Recker und OK kann man mit Reverse schlagen. Uptag, Backdash wird verliert gegen diese Recker. Ah, wird nicht gut, punished. Ich bin gewiffen, nicht, aber alles gut. Alpha Counter geht wieder durch. Man kann einfach auf Reaktion gegen den Alpha Counter Jump canceln und blocken. Dann kriegt man den saftigen 2M Starter. Aber das meiste ist auch noch nicht. Das große Problem, was der Soul Edge gerade an der Stelle hat, ist, dass er ziemlich alles in den GT-Gruppen steht. Er nutzt viel zu wenig 236H, 24H, 5LLLL. Ist leider ein gutes Meme, beziehungsweise das Meme ist surreal. Es ist einfach der Anti-Air. Aber ja, Soul Edge wieder am Turn. Ja, hat versucht, den Cross-Ups einfach zu drücken. Er kennt sie. Irgendwas geht einfach. Ja, das ist auch auf Standard Stagger, Instant Air Dashes, Pressure Resets, wie man es kennt. Ich hatte keine 50-50s. Ja, da ist es, der 24H. Schön gemacht. Und 20M. Die kommt leider zu spät. Ach, keine Genki. Irgendwie fehlen die Genkis. Die TODs, die Genkis, die Mythos gibt es, das übliche halt. Er hatte vergessen, den Stab rauszuholen. Ah. Aber eine Gap, das ist real. Kann man einfach in Level 3 reinbuffern. Ja, ja. Das sieht ja schlecht aus für das Solatze. 3 gegen 1. Und Candy hat noch Spark. Hat noch recht solide viel Leben auf 2 Charakteren. Er brauchte schon optimale Kombos, um die zu töten. Was wird jetzt in die Sequenz aus der Snap? Will den Janemba tot haben? Ja. Kriegt den Fuzzy, aber Candy. Er blockt immer high. Oder Reflecting. So kennt man ihn. Er weigert sich zu guessen. Er bleibt bei Leia 0. Hatte wieder raus. Und jetzt geht wieder das 50-50 los. War leider kein Reload-OP und Level 3 trifft den Ember-17. Kann sein, dass er überlebt. Mal schauen. Wenn ja, wird's kritisch. Alles Blue Life kann er mit Kamera mit Spark. Nutzt es auch wohl. Hat er Zugriff auf A? Das ist super dash. Hat er Zugriff auf Empty Vanish? Ja, beendet damit jetzt diese Runde und ist beim Set Point. Ja, Soul Atze hat ziemliche Probleme mit Neutral, weiß halt nicht, wie genau er das Neutral angehen soll gegen Jan Ember. Aber mal schauen, vielleicht adaptet er. Ja.
Und er hat das noch kein Tipp, seine Anti-Hass sind leider on point. Er hat die Reflexe. Self-proclaimed, kann Lydia Oki blocken. Geht hier Lydia. Ja, das ist die Schwäche an seiner Pressure. Man kann immer dort canceln, auch mit bestimmten Punkten, das ist garantiert. Aber es geht in beide Richtungen. Einfach guard canceln, Leute, wenn ihr nicht mit dem wollt. Einfach guard canceln! Ja. Schöne Pressure. Ihr kennt es. Stagger und Stagger und 6 Mal. Ah, ja. Ja, leider soll das nicht geblockt. Das könnte der Kill sogar sein, wenn jetzt nicht. Ja. Kriegt sogar die Conversion. Er droppt sie nie. Dieser Candy. Das war's mal mit seinem Stoku. Interessant. Das ist jetzt das erste Mal, dass wir sehen, wie der gute Stoku als erstes wird. Normalerweise kriegt er ihn immer rausgeswitcht. Das mal aber nicht. So, mal schauen, was er jetzt macht. Bardock, Goku. Einer der stärksten Fans im Team. Leider macht er nicht viel. Hat immer noch nicht die Antwort, den Super Dash gefangen. Wird leider ein echter Kill. Aber mal schauen, was er macht. Wird das Barken? Wieder Bardock behalten. Das ist nicht real. Kann man eigentlich reflekten. Will aber kein Lied nicht machen. Ja. Ballon raus. Alles wieder gut. Mal schauen, was er mit Goku macht. Irgendwie vermisse ich die Keyblast von Solar zu Goku. Die sind halt super solide. Kann man halt confirm und Vanish. Wenn man die Reaktion halt dafür hat. Ja, aber nicht halt einfach sein Assist. Aber ganz anders. Aber leider sind halt alle Teile von Gehirn, die fast bei vollem Leben. Ah. Darf leider nicht wegen diesem Candy staggern. Daher einfach Mash. Ah, okay. Interessant im Bardock. Mit dem Bardock statt der 3 Open zu. Wird ihn jetzt auch kosten. Das wird der Kill sein. Ja. Der erste 3 mit Spark. Das wird reichen. Aber es kostet jetzt nicht so dazu sehr viel Zeit. Und vom Sparking. Mal schauen, wie es der Candy macht. Ja, der Klassiker. Der Beam Assist, 2-6L. 3SS, 5H, wenn ihr es kopieren wollt. 3SS, nach dem Beam. Also nach dem 2-6L, je nachdem, was ihr zuerst habt. Keine Kombo. Die Keyblast, man kann sie canceln, deswegen ist es leider nicht möglich, einfach zu SD'en. Auch wenn Systeme schalten sagen, aber das da hat der Vanish gefehlt, das war eigentlich der Fehler, aber mal schauen. Immer noch verdammt viel Ressourcen. Leben, Spark, Meter, Charaktere. Candy muss schon hart throwen, damit jetzt Solatsu das Comeback macht. Aber Solatsu ist jetzt in der Corner, der Betreuer, okay. Kann ein Fuzzy, einmal Fuzzy, naja. Aber Candy, wenn wir den Fuzzy spielen, Spark. Ja, ich schicke die öffnen. Das war's, der Baller. Ich möchte nicht zu früh sprechen, aber ich glaube, das war's mit dem Soul-Arzt. Es wird sehr schwer, ein Comeback zu starten, nur mit Goku. Er hat bisher nicht gezeigt, dass ein Goku wirklich besonders stark ist. Ja, das war's. 3-0 für Candy, so wie sie gespielt. Und gratuliere Soul-Arzt für den dritten Platz. Und jetzt haben wir, glaube ich, keine Kaste, außer ich finde welche, da ich jetzt spielen muss. Genauso wie Candy. Machst du das? Hm? Ja,
Jo. Und dann drückst du immer auf Safe. Ja. Das ist also einfach, was macht ihr das? Ja, safe. Und dann updatet er, um Schritte anzumachen. Okay. Okay? Mhm. Das war's. Alright. Ich bin noch alleine und, oder so? Wenn das Game losgeht, drückst du da auf Transition, ja? Okay. Weil das ist das, was wir gefordert haben. Wir wollen ja nur in dir bitten. Okay. Okay, vielen Dank. Gut, kein Ding. Bist du Carsten, oder? Ja, dann das machen wir zwei sonst. Beste. Eben, wenn es anfängt, da auf Transition. Du hast die verschiedenen. Aha, okay. Und dann geht es einfach auf Fullscreen das Game, gell? Ja, genau. Nice. Kann man sich das, das. Check, check. die Namen müssen wir noch andere. Ah, haben wir schon. Okay. Haben wir schon, ja. Dai und Kendip ist gut. Richtige Seite. Ja. Na, doch, ist richtig. Kann man rübergehen? Hoppisch. Na, warte noch schnell. Ja, dann rüber. So. Buttons einstellen. Also ich freue mich, Candy seinen Janembo zu sehen. Finde ich echt stark gegen Dai. Grand Finals. Er hat eine ganz gute Team-Synergie. Mega. Mit seinen Charakteren. Wirklich gut ab. Da hat jemand seine Hausaufgaben gemacht. Oh, Cell. Das sehe ich gerne. Cell hat er vorhin nicht im Team gehabt, ja? Nee, er hat vorhin... Fatbu. Ja, Fatbu, Yamcha und Vegeta. Ah, ja, genau. Hessen Crash 2019. Grand Finals in Dragon Ball Fighters. Das ist schon das zweite Hessen Crash 2019. Ja, das stimmt. Hey Leute, Cell-Intro! Schreibt mal! Cell-Intro! Menacing. Ja, yeah, die Crowd macht mit. Geil. Bestes Intro 2019. Oh, nice to play. So, was der erste Mix-Up? Diese Teleport-Mix sind so gut. Nice Teleport. Mal aus dem Corner rauszukommen. Was ein Turmstarter, oder? Mit dem Turmstarter. Kann gut sein. Stirbt er, oder? Wenn er die Gas braucht, ja. Ja. Das geht. Well dead. Erster Charakter down von Dai. Kendip kommt aus dem Loser Bracket. Er muss dementsprechend zwei Sets gewinnen. Weg das. Combo. Nice. Oh. Leider gedroppt. Nice reset. Okay, jetzt braucht es einen Dagger für die Zeit. Er ist völlig panisch. Oh, oh. Leider gedroppt. Looking for the stars. Oh, Switch! Zuerst den Low-Life-Character aus dem Weg schaffen.
17 sehr gut dead. Mal schauen, was Candy jetzt mit den Ember Mixes macht später. Ja, es sieht eigentlich schon ziemlich gut aus für Candy, da sein Scarf noch und seine Characters haben noch ziemlich viel Life. Die geht halt auch noch cool Life. Und sein Mars. Doppelkloss auf. Level 3 oder? Sliding Mitte, ja. Vanish. Ja, Vanish. Sparking. Oh, nice control. Leider Probe drauf. Nice. DP von The Gate in the Loops. Sehr gut gegen, gegen Super Dashes. Nice. Und Snap. Das Mix-Up. Er hat den Low gecatcht. Ja, jetzt kann man dann ein Comeback machen, der Candy mit Janemba. Ziemlich schwierig. Border mit Vegeta. Mit dem Staubsauger-Auto-Kombo. Der Vacuumizer. Nice. Ich soll mal seine Bars benutzen, aber zieht den Bars schon seit einer Weile. War ein bisschen zu hoch. Vermutlich kommt das, ja? Extension mit Vegeta Assist. Und dann das Ball. 1-0 für Dai. Okay, gleich Rematch. Keine Verschnaufpause. Und der Jump. Was ist der Nutzer? Der 2H von John Ember, der kommt so weit nach oben. Nice. Nice tech. Bardock holding Bardock stuff. Leider Trumbo gedroppt. Wollte auf Style Points gehen. Nice reflex von beiden Seiten. Guck mal, man punishen kann nicht bitte. Ja, was los mit Spaghetti? Sind hier viele Drops momentan auf beiden Seiten im Leben? So gut. Und Snap, Nick. Regen, Setup. Oh nein. Nach hier an der Seite, Sneaky. First attack and the number is down. Oh, nice. Das kann wehtun. Combos, Super Saiyajin. Diese Extension hat Candy auch ziemlich gut gemacht. Habt ihr jetzt schon mehrmals gesehen und ich glaube nicht, dass er die jemals gebraucht hat. Auf einmal, wo wir Casuals gespielt haben. Okay. Auf einmal und zwei Mal offen sehen. Aber die Casuals ist sehr nett. Weißt du, ich fand dich. Okay. 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 Nice everywhere. So, drop them spend balls. The cash. Oh, oh nice. Oh, oh nice. 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 Well done. Warum Boss spenden, wenn man. Ja, klar. Wieso nicht? Ufi kommen kann. Er hat der Sparking Opportunity genutzt.
Nice. Level 3. 3. Hard Knockdown. Let's jump. Oh, oh. Hat sich dann kommt. Nice. Oh, nice. Ja, falschen Charakter los. Oh. Was? Was? What the fuck? Was ist hier passiert? Ich hab's doch nie gesehen. Der Autocorrect vom Level 1. C17. Sah flashy aus. Saijin Vegeta, gut Ranker. Wird heute auch oft als Vollcharakter. Nice Punish. Kann sich jetzt nur mal abtasten. Nice. Slam Talk. Get the combo or? Oh, Ash Talk. Okay. Nice one. 1-1. Candy gleich aus. Candy. So ungewohnt auf Deutsch zu kommentieren. Ja, schon. Ich muss immer mit achten, dass ich nicht auf Schweizerdeutsch wechsle. Ja. Oh man. Eine kleine Gedenkpause. Ich glaube, er geht zurück auf sein Main-Team. Mit Point Vegeta, ne? Ja. Da wechselt sein Team aus. Statt Cell nimmt er nun Majin Buu in sein Team. Den man eigentlich ursprünglich gespielt hat. Ja, ich glaube, er hat das ganze Turnier mit dem gespielt. Oh. Friendly Hugs. Und auch Yamcha ist da auch mit dabei. Ah ja, genau. Geil aus, Point-Character. Und ich finde den Assist halt ziemlich nützlich, weil du auch Traps eigentlich aufstellen kannst. Der Point-Character ist Special Move, say, also der safe und block ist, und dann Vegeta Assist rufst, da fallen so viele Leute drauf rein. Und Level 3. Meine Keks. Oh, nice. Spark in der Länge hat sich verloren. Oh, nice, Bait. Jetzt sind wir Lambo Blender. Nice Combo. Level 3. Lo-Fi Hip-Hop. Oh, Jessica hat Schaden gewesen. Oh, und das geht. Oh, Blue Combo. Okay. Hat trotzdem den Kill noch gekriegt. Hat sich da gelohnt, den Sparking zu aktivieren und schon immer zu retten. Diese Counter von Jonembo, der ist so gut. Oh, nice. Confirm, Extension, noch eine Extension. Kombos Optimale. Ah, nice. Was denn jetzt? Diese Jonembo Kombos habe ich bis jetzt noch nie irgendwo gesehen, auch nicht auf YouTube online und sonst wo. Also da sieht man, dass der Ken Deep seine Hausaufgaben gemacht hat. Ja, aber er hat die meisten Kombos auch gefunden. Ich weiß, bei Jonembo Discord hat er relativ viele Posts. Oh. Nice. Drop them a lot.
Can Deep mit dem Light in das Arschlied. Beides Sparking. Oh. Aufgebraucht. Oh, nice Fett. Ein klein wenig obvious. Oh, nice bait. Oh. Can punish. Nice. Nice. Der ist auf die Stagel Pressure rein. Snap Mix. Oh, nice. Health well. Oh, was? Random super getroffen, das sieht seltsam aus. Ja. Der Yamcha-Klassiker. Ich dachte, Yamcha-Spieler approved das. Nice snap. Oh. Nice. Uff. Gelebt ganz knapp. Nice, nice. Ich habe da ein wenig geduldiger gespielt, da C17 auch Blue Life hatte. Kann er mit C17 Combat stellen? Nice. Das könnte durchaus nicht nehmen. Guten Barren. Nice. Ja, wie ich schon vorhin sagte, die Traps haben die Assist. Die 2-1 für Dai. Schwierig da was zu drücken. Besonders wenn man noch grounded ist. Dai ist jetzt auf Matchpoint, Tournament Points. Man sah kaum Majin Buu in der letzten Runde. Nice. Hat ein bisschen gezögert. Oh, nice cross-up. Nice. Schönes Ding. Setup. Snap-Ding rauf. Jo. Ja. Oh, nice Yamcha. Hätte mit Yamcha erwartet. Die Detail-Assist ist ziemlich wichtig für Majin Buu. Nice. Nice. Der Assist war irgendwie keine Hilfe. Nice Combo. Optimal Yamcha Combo mit Vegeta System. Into Fan Play. Oh, er wollte den Sparken weiten. Und die Kick von Vegeta. Ich sehe keine Dive Kicks mit Vegeta. Nice Extension. Und das sollte einer killen. First character down. Dai hat immer noch sein Sparking am Deck. Oh, sein Check. Kleiner Pressure, Sparking. Narodo. Very good job. Oh, nice trade. Und Mix. Oh. Nice. Oh. Den Reset habe ich jetzt einfach nicht gesehen. Andere 17 tot. Super
Percentage in 4.7 bars. Oh, keeps that nice way. Candy's been dropped some other combo. Dragon Rush. Double dry. Oh, nice. Nice, toss up. Dropped it. Wolf your meter verschwenden. Vielleicht will er ja schön lang noch rufen. Eine gute Möglichkeit. Wir sehen leider nicht. Also 5 von 7 Dragon Balls. Und da. Nice way. Sieht schwer danach aus, dass Candy auf Dragon Balls gehen will. Level 3, was ist der Mix? Nächster Mix könnte kill. Plus Strength. Oh nein. Und das sollte das Ende sein. Tournament ja. Point für Dai. Dai gewinnt das Hessen Crash 2019. Dragon Ball Fighters. Anti-Esports Club. Nice game. Oh. Ich hab gehofft, dass eigentlich Candy noch das Ding holt. Schade.